Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr freut euch sicher schon genauso wie ihr, den IATF nachzubesprechen, weil da waren wir nicht nur zu zweit, sondern da waren wir zu viert. Und wie ihr sicher schon in der letzten Folge bei uns und beim Schweiß und Pommes Podcast gehört habt, gibt es da ganz, ganz viel zu erzählen, nicht nur vom Flo und von mir, sondern auch vom Jordi und vom Tom. Aber bevor ihr das alles erlosen dürft und euch darüber freuen dürft, wie es uns gegangen ist, wollen wir noch darauf hinweisen, dass ihr uns erstens folgen könnt, zweitens liken könnt, drittens spenden könnt und viertens stalken könnt, und zwar auf allen möglichen und unmöglichen Social Media Kanälen, auf iTunes, auf Spotify und auch in echt, wobei es ist am schwierigsten, und ich bitte euch darum, uns nicht in den Unterarm irgendwelche Likes zu ritzen, das geht echt schwer wieder raus. Deswegen auf iTunes 5 Sterne, auf Spotify 5, was auch immer die dort haben, und sonst da einfach Likes geben, folgen, Geld geben, glücklich sein, dann sind wir es auch. Aber damit er nicht nur uns Dienste erweist, sondern auch eine Gegenleistung erwartet, starten wir jetzt in eine ganz geile Folge, nämlich mit dem Flo. Hallo. Mit dem Tom. Hallo. Und mit dem Jordi. Servus. Ja, dann gehen wir es an. Diese Folge wird unterstützt von AG1. Bereits in der Vorbereitung zum IATF habe ich AG1 täglich konsumiert, weil es mir einfach einen zusätzlichen Energiekick gibt, ich mein Immunsystem auf vollen Touren habe und die ganzen Trainingseinheiten einfach besser und einfacher von der Hand geben. Genauso wie beim Training versuche ich auch bei der Nährstoffaufnahme möglichst zeitsparend zu agieren. Ein Löffel rein in den Shaker, Wasser dazu, schütteln, trinken, fertig. Ich muss mir nach 60 Sekunden keine Gedanken mehr machen. Natürlich habe ich auch zusätzlich eine ausgewogene Ernährung, aber ich kann den Rest, den ich nicht über die Ernährung so aufnehmen kann, einfach wunderbar ergänzen. Es ist einfach, man nimmt die eigene Gesundheit selbst in die Hand. Es ist, wie der Peter richtig gesagt, es ist praktisch und einfach. Es beruht auf wissenschaftlicher Kenntnis und die Pulverform unterstützt einfach eine effiziente Aufnahme im Körper. Exklusiv für unsere Hörer gibt es ein Angebot. Auf athleticsdreams.com/laufendendecken erhält ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Trailpacks zu eurem Athletic Greens Abo. Das ist einfach und unkompliziert. Es gibt eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt echt keinen Stress. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und euch selbst von der Power von Athletic Greens überzeugen. Ist jetzt sowas wie der Startschuss, oder? Ja, genau. Also, Peng. Wie haben wir's? Na, wir sind ja den K35 gelaufen. Und, Der dann schlussendlich nur 32 war, weil Schnee von am ursprünglich Ball. Von ursprünglich 37. Also kann er was, warum das Ding K35 heißt? Weil es vielleicht eine schöne runde Zahl ist. Weil es keine 35 sind, deswegen heißt es wahrscheinlich K35. Ja, das macht natürlich Sinn. hattest du da deine Finger im Spiel, Peter? Das klingt mir verdammt nach dir. Ich würde es jederzeit vor jedem Gericht der Welt bestreiten. Es ist mir nicht mehr erinnerlich, wie ich so gelernt habe, dass man das in Untersuchungsausschüssen sagt. Da war ich nicht dabei. Ja, wir sind gestartet um 9.30 Uhr, glaube ich. Right. Du, Jordi, hast ja zuerst im Peter, zu dem wir dann später noch kommen, dir ein bisschen geholfen. Ja, genau. Warst du etwas früher auf der Strecke. Ja. Aber wir haben uns dann um 9 oder sowas schlussendlich, glaube ich, im Start-Ziel-Bereich getroffen und bei wunderbarem Wetter uns wahnsinnig auf das Rennen gefreut. Wo? Also, wo war der Start-Ziel-Bereich? Also, der Startbereich. Nicht richtig. Entschuldige. In Hall sind wir gestartet. Genau. Und ja, um 9.30 Uhr ist dann losgegangen und dann sind wir auch schon losgedüst und Moment. Um 9.30 Uhr ist es für einen Teil losgegangen
Und dann hat man uns warten lassen und uns somit allen Siegchancen beraubt, mehr oder weniger. Fast so schlimm wie die Ampel in Purkersdorf, falls sich der eine oder andere noch an die Ampel des Teufels in Purkersdorf erinnert, die den Flo und mich damals bei unserem 100-Meilen-Ausflug den Sieg gekostet hat. Also es ist schon wieder geglaubten Sieg. Ja, also ja. Man, alles andere also. Wäre Überraschung gewesen. Ich würde sagen, es war sogar noch schlimmer als Burgersdorf, weil es noch hinterlistiger war irgendwie. Stimmt, ja. Ja, wir sind 5 Minuten später gestartet, weil ich hatte das ja vorher nicht gewusst, aber es gab 2 Startwellen. Die eine um 9:30 Uhr und wir um 9:35 Uhr. Und das war irgendwie zart. Wieso? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Wenn man es genau nehmen, hat sogar 3 Startwellen gegeben. Es ist die Elite gestartet um 9:30 Uhr, dann ist gestartet der Block ambitioniert und dann haben sie erst den Block Genussläufer loslassen und das waren wir um 9:37 Uhr. Also wir haben uns wirklich offensichtlich in die Genussläufergruppe eingereiht. Das war eh klar, das haben wir uns ja auch so gemeldet. Fürs nächste Mal wissen wir es, oder? Genussläufer vielleicht? Naja, wir haben schon auch genossen. Also das Prädikat hat schon ganz gut gepasst, würde ich sagen. Absolut. Und ich denke, dass wir in der nächsten Ausgabe sowieso ganz automatisch im Elite-Block stehen werden. Also ich glaube, da werden wir gar nicht gefragt werden, sondern da wird einfach das E auf unserer Startnummer gedruckt werden, egal als was wir uns bei der Anmeldung angeben. Ich glaube, das ist unumgänglich. Also wir strahlen, glaube ich, so sehr Elite aus, dass es nicht anders geht. Dass es elitärer nicht mehr geht. Ja, und ich glaube, wir sind noch genauso gestartet. Also ich habe uns ehrlich gesagt große Siegchancen zugerechnet, obwohl wir da jetzt einen 7-Minuten-Gap auf die Elite hatten. Aber ja, leider kommt man dann am Anfang in diese, kommt man nicht voran, weil dann die Langsamläufer vor dir sind und irgendwie, ja, war dann relativ schnell klar, dass man uns einfach nicht siegen sehen will. Da hätte ich gleich eine Frage, weil es geht ja irgendwie, weiß nicht einmal, 2 Kilometer, würde ich mal schätzen, aus Hall raus, relativ eben und plötzlich, oder 1,5 Kilometer, und dann geht es auf einmal relativ steil den Berg hoch. Also man läuft so unter der Autobahn durch und dann geht es auf einmal relativ steil schon den Berg hoch. Das hat sich das alles gelaufen? Also es geht vielleicht 500 Meter oder nicht einmal 1 Kilometer, bis bergauf geht. Da ist nicht viel mit Radlaufen. Hier ist das vielleicht wie 2 Kilometer vorgekommen. Ja, du bist ja dann die gleiche Strecke gelaufen. Das war einmal über die Brücke und dann ist bergauf gegangen. Also da war einmal unter durch über die Brücke drüber und dann ist bergauf gegangen. Da war nicht viel mit Laufen. Aber ich meine, ja. Naja, hat das gelaufen? Ja, ja. Da sind wir gelaufen, ja. Auch bergauf dann? Nein. Aber das ging nicht anders, weil die Leute vor uns es nicht zugelassen haben. Ja, leichtes Transvulkanier-Feeling. Kein Problem, also ich sonst, wie gesagt, ich finde, wir waren so elitär, sonst hätte es überhaupt kein Problem gewesen. Der Tom hätte sowieso am liebsten gleich vorgeprescht, weil der war so motiviert, der hat sich gedacht, 32 Kilometer sind eh zu wenig. Ich habe so viel trainiert, ich renne gleich alles nieder. Ja, den mussten wir wirklich zurückhalten. Ja. Das ist einfach eine ganz dreiste Lüge, möchte ich da jetzt nur mal festhalten. aber wenn die zwei das so erlebt haben, dann sei es ihnen vergönnt. Ich möchte hinzufügen, es war dem nicht so. Also hervorgeprescht bin ich auf keinen Fall. Ich habe mich eher immer hinten eingereiht und versucht, dran zu bleiben. Aber wie der Peter schon richtig erkannt hat, es geht dann gleich mal ziemlich rauf und möglich hast du das wirklich nicht mehr ganz in Erinnerung, aber es ist ein ziemlich enger Weg, dicht bewaldet und also eigentlich nicht wirklich zum Vorbeiziehen an die Leute. Und es war einfach wie eine Ameisenkette, man hat da zuschauen können, wie sie die Leute da raufschlängeln durch den Wald. Wie viele Leute waren bei eurem Start? Also 100, 200, 500? Es waren in Summe 230 Starter, glaube ich. 250 gemeldet, 20 sind nicht gekommen. Ich glaube, 230 Starter sind gewesen insgesamt. Aber warum stehen ja dann 278 in der Ergebnisliste? Du hast 278 in der Ergebnisliste gehabt? Ja. Das muss ich jetzt nochmal verifizieren, weil ich habe nämlich zuerst gerade nachgeschaut. Beim K
35 hast du 278 Ergebnisse. Ja, habe ich mal gehabt. Zumindest auf der Rückfahrt. Wir waren 178, 179 und 180. Das ist richtig. Warte mal. Wie auch immer. Stimmt, hast recht. 278 sind es dann gewesen in Summe. Ja, siehst du das? Dann sind aber da noch etliche ins Ziel gekommen, die möglicherweise ich nicht gesehen habe. Das kann natürlich sein. Das war definitiv der Fall, weil es waren einige vor uns und es waren sicher auch einige hinter uns. Ja. Ich glaube, wir haben dem also, nicht alle angeschaut. Sagen wir 300 Leute. Ja, aber das relativiert ja dann meine eigene Einschätzung wieder über meine schlechte Platzierung, weil dann waren wir ja gar nicht so schlecht. Nein, nicht. Ich war nämlich der Meinung, es sind 220 ins Ziel gekommen und wir haben Platz 179, 180 belegt. Nein, dann siehst du, dieser Podcast eröffnet dir gleich ganz neue Perspektiven. Das ist ja sensationell. Ja, gut, dass wir es gemacht haben. Du bist fast so gut wie mein Vater. Der hat über WhatsApp gefragt, und wie ist es gelaufen? Und ich so, ja, 4,5 Stunden haben wir gebraucht. Und der schreibt, letzter gewonnen? Fragt. Naja gut, 32 Kilometer in 4 Stunden. Ja. Vom Marathon bist du kurz vorm Besenwagen. Er ist halt was anderes gewöhnt von mir. Ja. Also wir sind da den ersten Aufstieg rauf. Ich glaube relativ gemütlich. Also ich finde, wir haben ja nicht so wirklich gebummelt haben wir nicht. Ich meine, wir haben jetzt nicht alles bis zum letzten Rest gegeben, aber wir haben jetzt auch nicht gebummelt, oder? Was würdet ihr das beschreiben am Anfang? Ja, also ich würde sagen, wir haben unsere Genussläufer-Status alle Ehre gemacht, wie wir das vorher ja schon angekündigt hatten. Wir konnten uns eigentlich immer recht schön unterhalten, auch beim Bergaufgehen. War eigentlich selten so, dass ich mir gedacht habe, puh, jetzt ist aber langsam zach. Ja, das, also, man, aber super langsam waren wir jetzt auch nicht gerade, ne? Ja, ich finde, das hat gut gepasst. Und der Tom, du hast am Anfang ein paar Mal gefragt, ob das eh so passt von der Pace, aber ich finde, wir haben uns da relativ gut zurechtgefunden und uns hat auch nie großartig auseinandergerissen. Ich weiß nicht, wie das für dich war, Tom. Na, absolut. Also für mich hat's super gepasst. Eben, das war ja meine große Befürchtung vor diesem ganzen Ding, weil ich ja eben sowas mit anderen Menschen in einer Gruppe noch nie gemacht habe und war halt meine Befürchtung, da irgendwie euch aufzuhalten, aber das hat echt gut funktioniert. Ihr habt immer gewartet auf mich. Das Einzige, was ich halt für mich resümieren muss, dazu kommen wir dann aber später erst im Rennen, sind die Downhills. Also hättet ihr da nicht auf mich gewartet, dann wäre ich irgendwann definitiv verloren unterwegs gewesen. Also da habe ich nicht einmal ansatzweise eine Chance mitzukommen. Das. Ja. Wobei, damit man ein bisschen ein Gefühl hat, also dieser Uphill am Anfang hat gleich einmal so 15%, also so 10-15% Steigung ist es schon. Kann man laufen, machen manche auch, aber viele halt einfach nicht. Also du laufst das Hall raus und dann geht es gleich einmal wirklich so die nächsten 3 Kilometer rauf von 600 Höhenmeter auf 900 irgendwas. Ist schon ein knackiger Anstieg auf alle Fälle, gerade wenn man gerade erst losläuft und direkt eine sticht, da ist definitiv ein guter Anstieg auf alle Fälle. Ja. Es bereitet dann auf den K35 ganz gut vor. Also wer die Strecke so nicht kennt, es wird gleich am Anfang knackig, sagen wir es einmal so. Lang Zeit zum Aufwärmen bleibt nicht. Ja, aber sobald du da mal auf der Höhe bist, dann bist du so Richtung Herzsee, da wälzt dann ganz gut dahin. Ich glaube, da hat es nachher gut ins Laufen kommen, oder? Ja, also nach dem Herzsee meinst du, oder? Ich habe eigentlich den Weg zum Herzsee ganz schon flowy gefunden. Das ist eigentlich schön wellig immer dahin gegangen, an diesen Bauernhöfen vorbei, ein bisschen mit asphaltiertem Bereich, aber hat echt eigentlich ganz gut gepasst, muss ich sagen. Sehe ich denn das? Irgendwie habe ich das gerade verdrängt oder ausgeblendet. Und nach dem Herzsee geht es dann erst wieder richtig los, ja, genau. Aber bis dorthin ist es recht
flowig eigentlich. Ja, ja, ich weiß noch an die Stelle, wo man dann, ja, ungefähr so ein bisschen kann ich mich erinnern. Und ich kann mich noch dann auch an die Laberstation oder wie sagen die Deutschen, Verpflegungspunkt, Herz erinnern, weil dort gab es Soja-Pudding in Vanille und Schoko und das war unser großes Highlight. Also es gibt ein Foto vom Tom, wie er dieses stolz präsentiert. Das war echt, echt geil. Das habe ich noch nie erlebt und das war geil. Ich habe keine Ahnung, was dort gegeben hat. Sag ich ja, Soja-Pudding. Und Käsekreiner, hätte ich sagen. Käsekreiner, wirklich? Ja. Ja, die hätte man definitiv gebraucht, oder? Alter. Ja. Aber ich glaube, wir waren da noch frohen Mutes sind dann um den Herz herum und Richtung Batschakow gestaffelt. Und da das Wetter war. Das war ja auch so die Frage, ob das irgendwie hält. Aber es war irgendwie bewölkt und so leicht nieselig. War es da schon nieselig? Ich weiß gar nicht. Ja, den ganzen Tag noch, eigentlich. Und am Herzsee hätte ich es noch gar nicht so empfunden. Es ist dann eher, umso weiter wir raufgekommen sind, aber es war einfach generell eher feuchtes Wetter. Aber ich finde total angenehm. Es waren super Temperaturen, es war nicht zu kalt, es war nicht zu heiß. Sicher besser, es hätte es runtergebrannt da mit 25 Grad. Also definitiv super, super Laufwetter. Die Trails waren ein bisschen, ja, sagen wir so, rutschig bei den Wurzeln und bei den Steinen, aber eigentlich auch erst eher oben unten in den dicht bewaldeten Abschnitten war es eigentlich ganz gut laufbar, muss man sagen. Hätte ich mit Schlimmerem gerechnet eigentlich. Vor 2 Jahren, wie wir waren, hat es so drunter gebrannt und das habe ich dann schlimm in Erinnerung. Deswegen, gut, da haben wir auch schon ein bisschen mehr Kilometer in den Beinen gehabt, aber deswegen hatte ich dieses Stück auch um einiges zacher in Erinnerung. Weil es halt, ja, wegen der Beine und wegen der Hitze. So war es eigentlich optimal. Und ich hab mir schon währenddessen gedacht, dass es eigentlich das ideale Wetter für den Peter ist, weil er dann dort halt echt Tempo machen kann. Und dann werden wir noch darauf zu sprechen kommen, auch beim letzten Downhill, was der Boden weich, aber auch nicht zu, also nicht matschig, aber auch nicht zu hart. Das ist halt echt cool, um da runter zu brettern. Ja, und so sind wir dann Richtung Anstieg Batschakowl, würde ich sagen. Ja. Also der Anstieg, um es genau zu sehen, wer jetzt es nachschauen will, also du laufst so um den Herzsee herum, dort biegen dann irgendwie die 85er ab, dann laufst du einmal die Forststraße entlang und dann geht es irgendwann in den Wald und das ist dann der Anstieg zur Ringeralm, heißt das Teil. Das ist nämlich dann das Teil, wo du dem Forstweg entlang laufst und plötzlich deuten Menschen rechts rauf in den Wald und denkst da, wie jetzt da rechts rauf in den Wald. Ah ja, genau, da war das das Tap for Superpower Schildl, das von einem Mädchen hochgehalten wurde. Genau. Und da haben wir dann einen englischsprachigen 100-Kilometer-Läufer überholt. Voll. Richtig, ja, schon, genau. Der ja. Hat da schon nicht mehr so ganz, ganz fit ausgeschaut. Nein, der war schon... Der war halt schon froh gewesen, wenn er ganz oben wäre. Ja, aber da war aber da war das Schlimmste ja noch vor ihm. Aber ich muss auch sagen, jetzt vergleichend den Anstieg Batschakowl mit über 60 Kilometer in den Beinen und mit, was war das dort, Kilometer 15 oder so. Er war jetzt dieses Jahr nicht so schlimm wie vor 2 Jahren. Also das ist, wenn man möge es kaum glauben, hat man weniger Kilometer in den Beinen, während der Anstieg auf einmal nicht mehr so hart. Überraschung. Er war genauso deppert wie vor 2 Jahren. Ja, du hast ja wiederum dieselben Kilometer in die Beine gehabt, bevor du dort angetreten bist. Ich verspreche, mach einmal den K35 und dann hast du nur 15 Kilometer in den Beinen und dann ist alles... Easy, cheesy, peasy. Aber wie habt ihr, Tom und Charlie, wie habt ihr den Anstieg erlebt? Ja, da war's schon steil. Ja? Also, hätte man die Stecken nicht in der Hand gehabt, hätte man schon die Hände zur Hilfe nehmen können. So steil war es da. Aber im Endeffekt war es ja nicht weit. Ja? Das war das kurze Stück da mal durch diese Wurzeln da durch und dann... Das war ja eigentlich nicht so schlimm, der Rest. Also der Rest war nicht so schlimm. Das war das eine ganz steile Stickel. Und der Rest war eigentlich gut zu machen. Also ich fand es jetzt nicht so gar. Wobei, wenn jemand wissen will, was steil oder nicht steil ist,
dazwischen sind halt Bereiche drinnen, die halt so 46-50% Steigung haben. Ich sage ja, man hätte die Hände zur Hilfe nehmen können. Ja, so ein guter Nasenweg, direkte Nase. Auf dem Stück, ich weiß nicht, ob es eingegangen ist, aber wie ich darauf bin, sind gerade die ersten K35-Leute vorbeikommen. Die sind das gelaufen. Alles davon. Mit 4-5 G-Schritten, wo einfach der Abstand nach oben zu hoch war. Seid ihr das auch gelaufen? Da wollte ich noch drauf zurückkommen. Nein, war gar nicht gegangen, selbst wenn wir wollen hätten, weil auch da war wieder Ameisenstraße darauf. Also wir haben es waren vor und hinter uns Leute und wir sind quasi dicht an dicht hintereinander gegangen. Also selbst wenn wir wollen hätten, wäre es nicht gegangen. Aber es war sehr steil. Es war Gott sei Dank nicht ganz so rutschig, wie ich befürchtet habe. Das war nämlich meine große Sorge, dass es wirklich sehr rutschig ist, einfach aufgrund der anhaltenden Regenfälle, die dort die Tage davor waren und der vielen Läufer, die ja vorher schon rauf sind. Ist aber eigentlich ganz gut gegangen, wie der Christian gesagt hat. Aber ist gut in die Haxen gegangen, ja, auf alle Fälle. Doch. Sprich für dich selber, also wenn ich euch nicht davor gehabt hätte, mich aufgehalten hätten, wäre ich da am linken Hoden raufgelaufen. Gut. Keine Frage, also für mich ist das alles laufbar. Wer da nicht drauflaufen kann, ich glaube, der ist des Trails nicht würdig. Das tut mir leid, Tom. Aber das 50%ige Steigungen, wenn du der Trailrunner bist, die musst laufen können. Gut, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Danke, das ist mir wichtig. So schnell zerstört er wieder mein gutes Gefühl, das ich nach dem Comeback hatte. Ja. Jetzt, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, gehe in mein Bett und weine bitterlich. Ich hoffe, ich wecke meine Tochter nicht auf. Ist sich in Tom und in Flo schon bei irgendeiner Uphill-Radl-Challenge. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Was alles fahrbar ist und nicht wahr, Flo? Warum um Radl? Es geht um Laufbahn und nicht, ob ich mit dem Radl raufkommen kann. Du kannst dann wahrscheinlich auch laufen, wenn du schneller bist wie der Tom am Radl. Die Logik ist mir jetzt nicht klar, aber da gibt es am Anhänger, kleiner Einwurf, da gibt es am Anhänger regelmäßige Veranstaltung. Die heißt Radl gegen Wadl und da treten Radlfahrer und Läufer gegeneinander an. Exakt. Ich sehe da schon zwei Kontrahenten. Let's go. Und gewinnt er regelmäßig? Mal so, mal so. Es ist genauso wie beim Schneeberglauf, die Schneebergbahn gegen die Läufer antritt, oder? Ja. Ja. Wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall den Patschekofel raufgestiefelt und ja, waren dann irgendwann oben. Ich glaube, das war dann noch grundsätzlich recht unspektakulär. Also wir haben uns da irgendwo in der Menschenmenge einschnallen lassen und sind einfach stupide den Hügel raufgegangen. Also ich glaube, was anderes war da eh nicht. Die Stimmung war gut. Wir haben uns alle gefreut, dass wir hier sein dürfen. Dass Trailrunning geil ist. Ja, was anderes fällt mir zum zweiten Abschnitt doch gar nicht ein. Zum Thema Stimmung möchte ich noch ganz kurz einwerfen. Wir sind ganz höflich darauf hingewiesen worden, doch einfach einmal die Fresse zu halten, wenn es bergauf geht. Weil andere müssen schnauben und wir reden da immer noch. Das kann einfach so nicht sein. Grüße gehen raus an den Kollegen, der uns da nicht so wohlgesonnen war, wo wir eigentlich einen ziemlichen Spaß im Anstieg gehabt haben. Ja, muss er halt auch mal so trainieren wie wir. Dann hätte er sich ja schön mit uns unterhalten können, anstatt vor sich hin zu schnaufen wie 80er alte Dampflokomotiven. Und dazu gesagt, das war kein 100er. Also wenn es ein 100er gewesen war, hätte ich ja gesagt, okay, Dude, du hast völlig recht, wir sind jetzt leise, du bist schon da heroben, du hast das geschafft. Aber er ist ja mit uns zu seinem Zeitpunkt gestartet, also von dem her. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich auch vor seinem ganzen Anblick, den er geboten hat, habe ich eigentlich auch gedacht, der ist bestimmt schon 60 Kilometer mehr unterwegs wie wir. War er aber nicht. Also der hat nach 20 Kilometer schon so ausgeschaut wie andere nach 80.
Na, großer Respekt. Also er ist ja auch aufgekommen. Von dem her gibt es eh nichts zum Sagen, aber die Meldung war natürlich schon, die war schon gut. Die hat uns sehr lange noch amüsiert. Selbst im Ziel haben wir noch einen Spaß gehabt über die Aussage. Ja, das stimmt. Und wenn er wollen, hätte er einfach mit uns mitlaufen können. Also hätte er mit uns quatschen können. Also so war er ziemlich. Wenn er können hätte. Nee, wollen hätte er wahrscheinlich, aber gekonnt hat er nicht mehr. Das, glaube ich, das ist wiederum eine ganz andere Frage. Ja, aber es war unspektakulär, die Aussicht war nicht gegeben, es war völlig bewölkt. Du hast vielleicht 50 Meter gesehen und das waren dann nur Bäume. Und dann war es so eine kleine Querung eigentlich oben rum, oder? Bis von der Altranser Alm oder von der Sistranser Alm zur Altranser Alm oder umgekehrt, irgendwie so. Von Alm zu Alm, irgendwie so. Altranser Alm kommt zur Sistranser bis zur Lanser Alm. Irgendwie so. Ich glaube, es ist eh nicht wichtig, dass man weiß, welche Almen das sind. Hauptsache, man findet den Weg. Der Jordi hat sich, glaube ich, ein oder zweimal verlaufen, wenn wir ihm nicht zurechtgeschrien haben, weil er auf sein Handy geschaut hat. Also. Ja, Social Media muss ja auch bedient werden während solchen Veranstaltungen. Und darum habe ich euch ja dabei gehabt. Ne? Also perfekte Arbeitsteilung. Ihr schaut auf den Weg. Ich schaue aufs Handy. Wunderbar. Ich war das halt einfach schon so, ich war das halt auch schon so gewöhnt von der Hinfahrt. Wo ich mit dem Basti seinem schönen Auto gefahren bin, dass man eigentlich gar nichts mehr machen muss und das ganz vor Lanz auf der Straße bleibt, habe ich gleich verinnerlicht und habe mir gedacht. Hast du auch Social Media gemacht während dem Fahren, oder wie? Na. Natürlich nie. Solange du bremsen musst, ist alles gut in dem Auto. Ja, das stimmt. Manchmal hat es das sogar allein gemacht. Das Bremsen oder das Lenken? Ja. Ja, alles. Ausweichmanöver einleiten. Ja, und dann sind wir da noch weit oben ein bisschen herumgeguckt, dann ist eigentlich schon wieder bergab gegangen. Jetzt nicht mit uns, sondern nur quasi von der Strecke her. Und da sind wir eigentlich locker flockig runter. Ich glaube nur dann spätestens bei der Talstation oder kurz danach. Gab es dann habe ich das Gefühl zum ersten Mal gemerkt, dass ihr ein bisschen müde werdet. Ich glaube, der Tom hat die ersten Erscheinungen gemacht, wo ich gemeint habe, dass jetzt nicht mehr schneller, so nach dem Motto. Wobei, vor der Lanser Alm, also vor der letzten, da gibt es noch, oder vor Heiligwasser, ist die letzte Labestation, da ist davor ein kurzer, aber doch gemeiner Gegenanstieg. Ist euch da nicht so vorgekommen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht. Doch, erinnern. Du hast recht, Peter. Da ist nämlich laut Uhr, war bei uns, laut Höhenprofil, haben wir den höchsten Punkt schon erreicht. Dann geht es nämlich schon runter und du glaubst, du bist schon am Weg runter und dann auf einmal macht die Vorstraße wieder so leicht links einen Knick rauf. Richtig. Es da haben wir nämlich auch gesagt, Straße, wir sind überrascht. Es gibt eine Straße rauf und eine Straße runter und dort sitzt ein Typ und du schaust oben und sagst, ja, echt jetzt? Und er sagt, ja, echt jetzt. Aber ist ein kurzer. Natürlich, wenn man 100 in die Füße hat oder 80 oder 85, keine Ahnung, dann dementsprechend. Aber ja, nein, wir waren selber nur überrascht. Stimmt, hast recht, ja. Da ist noch mal einer gekommen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. So ein ganz kurzer. Aber dann geht's runter Richtung Heiligwasser. Letzte Labe. Nochmal kurz verpflegen. Wir haben eigentlich nur, glaube ich, Getränke aufgenommen, oder? Ja, ich glaube, das war das, wo ich im Jordi vorher gesagt habe, da können wir eigentlich durchlaufen. Weil da war mal, was waren es dann, 10 Kilometer, nicht einmal vom Ziel, 9 oder so. Ja, da haben wir gesagt, da könnten wir eigentlich durchlaufen und gewartet haben wir am längsten auf dich. Auf mich? Ja. Naja, wenn wir dann schon stehen bleiben, dann nutze ich das schon aus. Also da wird dann herumgebummelt. Ich kann mich zwar nicht... Anscheinend kann ich mich nicht an viel erinnern. Was hab ich gemacht in der Zeit, dass ich all meine Erinnerungen verloren habe? Aber naja, vielleicht warst du ja doch nicht so gut benannt, wie es dir jetzt geglaubt hast, Flo. Vielleicht habe ich euch nur wunderbar geblendet. Aber dann hat es auch funktioniert, wenn ich euch erfolgreich geblendet habe. Definitiv gut funktioniert, ja. Ja, ich weiß nur, dass wir dann die Vorstraße, die Serpentinen runter sind zur Talstation. Und dann kurz nach der Talstation kommt ja der Golfplatz, wo der Peter in der letzten Folge meinte, dort links, rechts, irgendwas ist ein Teich, wo ihr dann euren Triathlon macht. Und dann war Kilometer 25. Der Joel hat gesagt, es war sein längster Lauf. Und gefühlt keine zwei Minuten später gesagt, ich glaube, jetzt geht's bergab. Das haben wir gedacht, das hat so richtig passt irgendwie. So war's. Aber
ging ja dann nur noch bergab. Also. Ja, und mit bergab hast du nicht mal das Höhenprofil, oder? Ja, auch. Wobei es ja auch nicht ganz stimmt, weil da ist ja dann noch der Lanzer Kopf gekommen. Ja. Ja. Der ist ja, den sind wir ja dann doch auch noch, da war doch, doch noch mal ein kleines Stück zu gehen drinnen, bevor es dann wirklich bergab gegangen ist. Ja. Auf sehr schmalen Pfaden. Vorbei am Bierstindl und dann nochmal runter über die Brücke. Und dann, fieserweise, muss man ja leider sagen, also ich glaube, wenn ich ein 100er gewesen war, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Aber das Ziel ist, der Zielbogen ist schon in Sichtweite. Und dann lotsen sie dich einmal quasi um das Gelände herum, aber komplett, bevor du dann ins Ziel einlaufen darfst. Das ist richtig gemein. Ist richtig, ja. Richtig gemein. Hat ein bisschen was von Wachau-Marathon-Zieleinlauf. Obwohl ich glaube, dass Wachau noch um einiges gemeiner ist. Viel gemeiner, weil bei Wachau siehst du das Ziel und auf einmal biegst du 90 Grad links ab und laufst dann noch 1,5 Kilometer im Kreis. Echt, okay. Weil im Wachau, du läufst ja aufs Ziel zu und dann geht's zack und du läufst links weg und kommst von hinten noch einmal. Das ist ja... Ja, genau. Das ist richtig fies. Vor allem, wenn du auf die Zeit schaust und denkst, boah, echt, so schnell bin ich da vorne, es ist zu und dann halt zack und weg. Ja, bei mir ist es ähnlich schlimm vorgekommen, weil ja auf die letzten 2 Kilometer der Flo dann einmal während dem ganzen Rennen auf die Uhr geschaut hat und sich dann gedacht hat, da ging er sich noch sub 4,30 aus und dann hat er auf einmal ein Hetz gekriegt und der Tom und ich mussten das dann büßen. Irgendwie. Ich glaube, es war schon früher. Es war irgendwie kurz nach der Talstation. Der Tom hatte auf seiner Super Garmin nur immer so diese, er hat die Zeit berechnet, wann wir ungefähr da sind. Und ich glaube, am Anfang waren wir irgendwie bei 14.50 Uhr und wir sind kurz, wie man bei Aufstieg bei Stadtkofel sind wir wieder etwas gefallen in der Vorhersage, aber wir sind ja eigentlich dann immer 14 Uhr immer näher gekommen und als er dann irgendwann 14.12 Uhr, glaube ich, gesagt hat, habe ich kurz einmal hochgerechnet und habe gedacht, hey, da könnten sich ja 4,30 ausgehen. Und 5 Stunden war eigentlich so das, mit dem ich irgendwie so gerechnet habe. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn sich da wirklich noch eine deutliche Zeit unter 5 Stunden ausgeht und sogar noch eine 4,30, dann sollte man das probieren. Und fairerweise habe ich vorher gefragt, ob wir das probieren wollen. Mich nicht. Oh, ich habe nach hinten gefragt, wollen wir es probieren? Und das haben alle ja gesagt. Naja, wir haben uns nichts anderes mehr sagen traut. So war es eigentlich. Tja, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich habe gefragt. Du hast ja gesagt. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, 4 Stunden 32 wäre jetzt auch noch deutlich unter 5 Stunden gewesen. Ja, aber es ist nicht unter 4,30. Ja. Ja, das macht einen Unterschied. Also für mich macht sowas immer keinen Unterschied. Mir ist das wurscht. Ich bin ja noch nie ein großer Zielsprinter gewesen. Und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr in meinem Alter. Naja, aber du bist ja bei deinen 3-Stunden-Marathon-Versuche, bist du sicher auch mit etwas, da wäre es sich auch nicht wurscht gewesen, ob du mit 2,59 ins Ziel kommst oder mit 3,02. Ja, aber das ist ja schon was anderes. Ja, jetzt wahrscheinlich angelaufen auf 2,45 und hat sich gedacht, ach, hinten aus, ich gebe jetzt nicht mehr Gas. Genau. Ich weiß eh schon, wurscht ist. Ja. Ist eh schon wurscht. Aber wir haben es dann echt knapp noch geschafft. Es war dann 4,29,52, so irgendwas. Ja. So irgendwas um den Dreh herum, oder? Also auf der Uhr habe ich gehabt 4,30,06 und weil ich gewusst habe, dass ich schon ein bisschen eher die Uhr gestartet habe, habe ich gewusst, das ist in Ausgang. 4,29,37, wenn man es ganz genau nimmt. Deutlicher, das ist ja quasi... Das ist ja Wahnsinn, wie tief das drunter ist. Ja. Sensationell. Mega. Ja, Frage an dieser Stelle, wie war es im Downhill? Der Tom hat vorher gesagt, ja, na, Downhill wäre vielleicht noch das eine oder andere drinnen gewesen. Wie habt ihr den Downhill von Heiligwasser auch empfunden? Laufbar. Also ich finde, ich habe da absolut laufbar. Und das war auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, dass der eigentlich für dich optimal ist, weil er von der Temperatur optimal war, weil er der Waldboden so leicht weich war, nicht ganz so fest war, wo man echt gut Gas geben kann. Wir sind ja teilweise auch
ohne uns jetzt wirklich anzustrengen, in einem glatten 5er Pace runtergelaufen. Was jetzt nicht, wir hätten wahrscheinlich schon schnell auch noch können, aber wenn wir quasi alles gegeben hätten, aber ich fand das für das, dass wir da jetzt mehr oder weniger gemütlich quatschend runter sind, war das schon ganz, ganz ordentlich. Wie habt ihr das so erlebt? Ja. Ich fand auch, war gut zu laufen, hat Spaß gemacht, da runter zu ballern, schön gemütlich runter zu laufen, und ja, macht einfach immer Spaß, Downhill laufen. Wie ist dir denn gegangen, bei Tom? Weil du hast ja gemeint, dass du hast ja doch gemerkt, dass die Downhill deine Problemzone ist. Ja, na definitiv. Also das Downhill, da hätte sie mich wirklich komplett stehen lassen. Einfach, also ihr habt es mehrfach, es sind einmal so zwischendrin, war einmal so ein kleiner Abschnitt, wo es einmal runtergegangen ist auch. Das war, glaube ich, war das noch Herzsee oder so, wo es dann einmal ganz ein kleines Stückchen runtergegangen ist, da habt ihr es ziemlich laufen lassen. Das war aber Vorstraßen, das war gar nicht so schlimm. Auf der Vorstraße ist es mir aber möglich nachzukommen, da ist nicht das große Problem. Das Problem sind dann wirklich diese Single Trails mit Steinen und Wurzeln, und das war eben auch gerade von Heiligwasser dann runter. Wir sind zuerst noch dieser lange Abschnitt Vorstraße, wo ich übrigens ein ganz ein tolles Videoschnipsel noch habe, das muss ich euch noch zukommen lassen. Wo jetzt war ich unterhaltet, das ist sensationell im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, das war, wo wir uns gegenseitig unsere Liebe gestanden haben. Richtig. Schön, der Jordan, dass es jemand. Ich glaube, an das kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, der Jordan hat gesagt, dass ich ein wertvoller. Ich habe dann gesagt, du bist. Der Jordan hat gesagt, ja. Und du, ich habe dann gesagt, na, auch du bist ein wertvoller Mensch, lieber Florian. Das war ein schöner Moment. Da habt ihr euch ja wirklich quasi, ja, wahre Liebe gibt es nur unter Männern, heißt es aber, gell? Ich wollte gerade sagen, Männerliebe. Ja. Ja. Trailtology oder was war das? Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, was die Hormone haben irgendwie verrückt gespielt, ich weiß nicht, irgendwas hat sie überkommen, auf alle Fälle. Der Jordi, ich möchte kurz hinhalten, der Jordi und bitte. Ich, uns ist es nicht peinlich, zueinander zu stehen. Auf keinen wir, Fall. Wir sind Männer, die auch Gefühle zeigen können. Und wenn wir auch für andere Männer etwas fühlen, dann sagen wir das. Punkt. Und ja, man muss halt wirklich sagen, da gibt's dass Musikrichtungen dafür. Hey, Hardcore zum Beispiel. Wenn Männer was für sich fühlen, dann sagen sie das auch. Ja, man muss halt auch einfach sagen, dass wir jetzt tatsächlich schon ewig lang, mehr als 2 Jahre eigentlich nicht mehr sowas gemeinsam gemacht haben. Seit dem Schneeberg Trail 2019 waren wir schon immer gemeinsam unterwegs, und dann sind halt die Gefühle auch einmal mit uns durchgegangen. Ja, das ist halt jetzt, da haben wir jetzt 2 Jahre uns aufgespart. Der Druck, der sich da aufgebaut hat, der hat einfach raus müssen. Und dass der Tom dann den glücklichen Moment auf Video festhält, ist ja eigentlich nur perfekt. Ja, schön. Wir werden das auf diversen Kanälen noch veröffentlichen, das ist sehenswert. Wenn du diesen Gefühls-Trail-Orgasmus festgehalten hast, bist du dann der Organist? Oder so? Nein, ich war der Kameramann. Irgendwer muss ja. Bitte. Ich habe mich zurückgehalten. Die beiden offensichtlich nicht. Nein, ich habe auch keinen Grund dazu gesehen. Sie haben ja vergessen, dass sie aufgenommen haben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Möglicherweise haben sie ja komplett vergessen, dass sie aufnehmen. Ich weiß es nicht. Du kannst auch die Enkelkinder sagen, aber erst wenn sie 18 werden. Wir werden es veröffentlichen, und jeder kann sich selbst ein Bild darauf machen, okay? Aber um jetzt auf den Downhill zurückzukommen. Trail Gone Wild, 1-7. Ja, genau. Two guys, one trail. Oh ja, wenn wir so viral gehen wie das, Stuart, ich stehe zu dir. Ja, da machen wir dann gleich eine eigene Webseite. Trailhub.com. Wir haben schon wieder fantastische Ideen. Ja? U-Trail. Red Trail. X-Trail. 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 Mit verschiedenen Running Stones. Wie immer habt ihr es hier zuerst gehört. Ja, auf jeden Fall.
Du wolltest noch was sagen zum Downhill, Tom. Ja, um auf den Downhill jetzt endlich zurückzukommen. Das war Vorstraße. Es hat sich recht lang hingezogen, war aber super zum Laufen. Das ist auch was man liegt. Also da kann ich auch definitiv mithalten. Aber dann ist einmal dieser Knick, der dann so runterführt, wo von der Vorstraße runter. Und das sind dann Abschnitte, die sind für mich einfach, wenn vielleicht irgendwer das Video geschaut hat, wir haben es eh veröffentlicht auf Instagram und auf Twitter. Da ist einmal dieser Abschnitt drinnen, wo man sieht, der Typ, der vor mir ist, der hat so eine gelbe Jacken oder glaube ich ein gelbes Leiberl oder was an. Das ist dieser ganz steile Abschnitt gewesen und da setzt man einfach auf und davon. Also da habe ich nicht einmal ansatzweise eine Chance. Wobei es mir da einfach auch am Selbstvertrauen fehlt. Also da habe ich einfach zu sehr Angst, dass es mir liegt. Ganz einfach. Also da macht jeder Schritt, der auf irgendwelche Steiner geht und wo Wurzeln sind, ist für mich, ja, nicht angenehm. Warte mal, du bist verheiratet, oder? Ja. Hast du Kinder? Ja. Was erwartest du noch vom Leben noch? Ich möchte schon ein bisschen öder werden. Ich meine, bin ja erst 41. Gerade dann war es eh schon wurscht. Also, dann kannst du es bergab auch knallen lassen. Gut, eine Lebensversicherung hätte ich auch, gell? Jetzt, was du sagst. Eben, also, hau rein. Die zahlt auch bei Invalidität. Ich muss es nur abklären, ob das bei Sportunfällen auch zahlt. Oder? Schauen wir mal. Das, also. Das werden wir für den nächsten Trail dann einmal in Erfahrung bringen. Aber Peter, dann frage ich mich, du bist nicht verheiratet, hast keine Kinder und trotzdem haust dich den Trail so runter. Das widerspricht doch gerade all deiner Argumentation, die du hier gebracht hast. Nein, das heißt, ich bin sogar jetzt schon so deppert. Heißt das, du wärst noch schneller, wenn du heiratest und Kinder kriegst? Ja, dann weiß ich auch, was ich sagen kann auf die Frage, wovon laufst du davon? Aber wie ist das bei mir? Ich bin geschieden und habe Kinder. Ja, du bist wiedergeboren oder so? Du hast wieder einen Grund zum Leben? Beim Dracula, oder wie sagst du das? Dracula sei Dank. Eben. Also. Wie auch immer. Ja, also wir sind dann, glaube ich, alle recht zufrieden ins Ziel getorkelt. Also ich war zumindest glücklich. Es waren geile 4,5 Stunden. Immer wieder gerne. Was ist so euer Resümee? Ja, wie gesagt, für mich seit 2,5 Jahren wieder der erste Trail-Wettkampf mit einem kleinen Intermezzo, mit einem Crosslauf in Frankreich im Herbst, Winter. Bist du nicht einen Rapidlauf auch gelaufen? Nein, aber das war ja virtuelle Geschichte. Du verleugnest Rapid? Nein, auf keinen Fall. Aber das mir ist es ja wurscht, gell, Mann. Das ist aber auch kein Traillauf. Das ist wie ein 14, ja. Also, pff, aber du das verleugnest es. Ja, nein, es ist ja auch kein Traillauf gewesen. Er hatte zwar sehr viele Kurven, aber er war alles auf Asphalt. Ganz Hütteldorf ist ein einziger Trail. Ja, ja, aber es war leider nicht in Hütteldorf, weil ich habe die passenden Straßen nur in Otterkring gefunden. Du willst zum Bier. Du wolltest ja, zum Bier. Irgendwas ganz tief in mir drin hat mich nach Otterkring gezogen und ja. Gut. Also es war der erste längere Traillauf nach 2,5 Jahren. Ich bin sehr froh, dass es so gut funktioniert hat. Ich habe jetzt nicht super viel trainiert im Vorfeld. Also ich habe knapp 160 Kilometer in dem Jahr Laufkilometer trainiert. Es hat super funktioniert. Mein Fuß war seit mehr als 3 Jahren, glaube ich, schon nicht mehr so gut, wie er momentan ist. Also das hat sogar noch therapeutische Zwecke gehabt da, der super weiche, federnde Waldboden rund um Innsbruck. Und ja, ich freue mich, das in Zukunft hoffentlich wieder öfter machen zu können. Gerne auch in dieser Konstellation. Yippie, yippie, yay. Für dich war es ja, Tom, der erste Trail-Wettkampf und ich hatte das Gefühl, du hast danach etwas Blut geleckt, oder? Ja, definitiv. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es super cool gefunden.
war einfach echt super, mit euch unterwegs zu sein. Es hat einfach, war einfach Spaß und es war einfach lustig. Es sind einfach, die 4 Stunden sind einfach verflogen wie nix. Wenn man es allein macht, ist das nochmal immer eine eigene Geschichte. Aber wenn man so gemeinsam unterwegs ist, ist das natürlich immer ganz eine tolle, tolle Angelegenheit. Was ich wieder festgestellt habe, ich bin nicht so dieser, wir haben eh drüber gesprochen am Start, dieser Veranstaltungstyp. Das gibt mir halt nichts. Also ich brauche halt jetzt dieses Anfeuern und dieses gemeinsam Klatschen und so beim Start, das brauche ich nicht. Ja, aber gehört halt irgendwie dazu. Die Leute sind motiviert, es macht einen Spaß und es ist okay. Ja, also für den, der es mag, der kann gern mitmachen. Mir taugt es nicht, aber ist okay. Aber in Summe lieb gemeinte 10 von 10 Sternen und wir sehen uns definitiv bei Mozart 100 wieder, Burschen. Da bin ich mit euch wieder am Start, beziehungsweise zumindest so supportmäßig werde ich schauen. Entweder steige ich in St. Gilgen zu oder ich steige in Fuschl zu, eins von den zwei, und dann werden wir 40, 42, 45 oder 35 Kilometer gemeinsam nach Salzburg zurücklaufen. Ja, weil du das Startprozedere und das Hände klatschen und so weiter vor dem Start gerade erwähnt hast, muss ich noch erzählen, dass die weder Highway to Hell noch was weiß ich, was man da sonst immer so spielt zum Start gespielt haben. Der Final Countdown, genau. Sondern Sir Taki uns mehr oder weniger tanzen haben lassen, bevor es 7 Minuten zu spät losging, muss ich sagen, Hut ab, das hatte was. Das hat mir persönlich schon an der Startlinie ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, das bis zum Ziel nicht mehr verschwunden ist. Wir hatten den Final Countdown. Tja, wie der Flo vorhin schon gesagt hat, lauf mal den 35er, da ist alles besser. Richtig. Ja, wir hatten so einen motivierten Moderator, der irgendwie Stimmung machen wollte, aber ich finde das auch, dieses, wir klatschen alle danach, ich finde, das kriegen die wenigsten. Ich finde, bis jetzt die einzige Laufveranstaltung, die das wirklich geil hinbekommen hat, ist der UTMB. Bei allen anderen wirkt so erzwungen, weiß ich nicht, so auf möchte gern, jetzt müssen wir alle klatschen, damit tolle Stimmung ist. Da ist mir manchmal lieber, sie machen einfach Start und lassen uns loslaufen. Dann Rest ist mal Bovidl. Es wäre bitter, wenn jeder dem Moderator mal eine klatscht. Also für ihn. Nein, das ist das Bittere, was ich einfach bei solchen Sachen dann finde, und das ist mir leider schon öfter passiert, ist einfach, dass es sollte losgehen und dann passiert nichts. Also wenn es die Leute schon einspringen in die Stimmung, dass es losgeht, und dann muss ich nur 7 Minuten warten, weil der Countdown ist ja gegangen bis 9.30 Uhr und dann haben wir nicht loslaufen dürfen. Und dann stehe ich nur mal 7 Minuten herum, völlig uninteressanterweise. Ja, das ist mühsam. Also da hast du natürlich bei den anderen Distanzen, also jetzt beim 85 und beim 100er, die gleichzeitig gestartet sind, haben sie auch lustig einklatschen und hin und her und tralala. Und jetzt zählen wir alle von 10 zurück auf 0 und dann geht die Pistole los. Und dann ist es halt auch für alle losgegangen. Und wenn es dann nochmal 5 Minuten wartet, dann ist es halt Mist. Ja, ich glaube, ich hab da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, der große Unterschied jetzt zum UTMB, wo ich finde, dass er es wirklich geil hinbekommt. Also dort kannst du sagen, war Stimmung. Also ich finde, da hast du das gespürt, das war elektrisierend. Jetzt nicht nur, weil es für viele wahrscheinlich, auch für viele Läufer wahrscheinlich ein sehr besonderer Lauf ist und der Idee wahrscheinlich jetzt nicht so denselben Status hat wie der UTMB, aber dort war halt Publikum, da sind auf die Balkone rundherum gestanden, die Straßen waren gerappelt voll, da hat das Publikum quasi Stimmung gemacht und das ist dann auf den Lauf übergegangen. Und sind ganz ehrlich, wir waren da in Hallen, in dieser Burg, Schloss oder was immer das war, da waren halt nur Läufer, die halt dann irgendwann klatscht haben. Das ist halt irgendwie, ich weiß, dass sie das machen und dass das irgendwie dazugehört, aber ich finde es auch ein bisschen meh. Aber ja, was willst du machen? Sie machen es halt alle und es freut sie und dann läuft's los und dann ist alles vorbei und du vergisst es eh wieder. Eben abgesehen von diesem Startprozedere, super organisiert, kann man nicht sagen. Es war top ausgeschildert. Es waren überall, es sind Leute gestanden, die Straßen abgesperrt haben. Wir haben nicht einmal irgendwo warten müssen oder so. Das war wirklich alles super. Die Labestationen waren mit dem Sojapudding natürlich absoluter Hammer. Der Rest war auch okay.
Mir ist leider ein bisschen zu langsam gegangen. Also mir ist vorgekommen, wir haben teilweise echt ein bisschen lang warten müssen, bis so Wasser aufgefüllt war. Da waren es ein bisschen mit einem Kanister für so viel Leute ist vielleicht ein bisschen schwach. Da, ja, das ist das Einzige, was mir bei der Laberstation auch wirklich aufgefallen ist. Aber sonst top. Ja, finde ich auch, weil ich finde auch, die Laberstationen waren variationsreich. Es gab dann bei den letzten gab es sogar Oliven. Also ich fand die sonst auch gut. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr wart offensichtlich, also was ich so raushöre, recht stark in irgendeinem Pulk drinnen. Also in irgendeiner größeren Blase von Menschen, dass ihr wart noch zumindest auf irgendwas. Waren da jetzt irgendwie viele Menschen vor oder nach euch? Mein Gefühl war, wir sind mit dieser Genussläufertruppe, da sind wir jetzt nicht im vordersten Bereich standen, sondern auch eher im hinteren Bereich, haben uns dann da wirklich eigentlich bis Heiligwasser oder kurz vor Heiligwasser haben wir uns eigentlich immer in diesem Trupp vorgekämpft. Also gerade bei den Anstiegen ist mir vorgekommen, haben wir immer einen Haufen Leute überholt. Ihr habt es sowieso beim Abilaufen überholt, aber wir haben generell, glaube ich, viele Plätze gut gemacht. Und ab Heiligwasser war es eigentlich, wo war keiner mehr. Also da war wirklich das keiner mehr gewesen. Wir waren allein, teilweise ein, zwei Kilometer komplett allein unterwegs. Da war eine Läuferin, die haben wir mehrmals überholt und wieder zurück überholt. Und einer, der ist noch hinter uns gelaufen. Aber da haben wir, glaube ich, die letzten 7 Kilometer haben wir keinen einzigen Menschen mehr gesehen. Also das war wirklich. Aber bei den Labestationen waren offenbar Leute rund um euch herum. Ja, immer. Okay. Bis auf Heiligwasser, da war es eh schon relativ dünn, aber oben bei der vorletzten, quasi am höchsten Punkt, da war es ein Wahnsinn. Also da haben wir wirklich lang warten müssen, eigentlich, bis wir auch die Getränke aufgekriegt haben, weil also einfach. Ich finde auch, dass wir lang warten haben müssen, aber ich finde nicht, dass man jetzt in so einem riesigen Bulk, also ich finde jetzt nicht, dass du sagen kannst, es waren Leute auf der Laberstation, verstehe mich nicht falsch, aber es war nicht so, dass ich sage, sie ist gerade wahnsinnig überrannt worden. Sind ein paar Läufer halt gleichzeitig reinkommen und wie der Tom sagt, sie haben halt eine Ding gehabt, wo Wasser rausgelaufen ist und ich habe dann in meine Flask halt vollfüllen wollen, das heißt 500 Milliliter reinfüllen lassen und ich bin fast eine Minute, eineinhalb dort gestanden, weil das Ding reingetröpfelt ist. Das jetzt, wenn da sind 6, 7 Leute gestanden, haben auf Wasser gewartet. Naja, das sind jetzt nicht, würde ich sagen, wahnsinnig viele Leute, aber dazu ging es halt dann auch irgendwie zu langsam, dass du schnell wieder rauskommst. Okay. Ja, es hat mich interessiert, weil ich habe es anders erlebt, aber war natürlich auch in einem anderen Zug, beziehungsweise ein bisschen anders angegangen, deswegen hat es mich interessiert. Apropos anderes Erlebnis. Wir haben jetzt schon recht gut darüber berichtet, wie wir erlebt haben. Wir hatten Spaß und Freude. Gerüchte oder auf der Straße erzählt man sich, dass ja die Freude bei dir jetzt per se nicht immer so gegeben war. Magst du uns mal so ein bisschen abholen, wie es dir gegangen ist, Peter? Gern. Ja, es gab auch Momente, wo ich Spaß und Freude hatte. War halt nicht während dem Laufen. Im Ziel. Aber am Tag davor, bei diesem Prolog, bei diesem 7 Kilometer Night Trail, der war echt spaßig, der war lustig, das waren irgendwie aus dem Stadion raus 300 Höhenmeter, 7 Kilometer, ohne irgendwie Druck, irgendwie nur auf Herzfrequenz, der war ganz geil. Also könnte man gern öfter machen. Ja, aber den eigentlichen Spaß hast du dann aber erst nach den 7 Kilometern gehabt, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, richtig, weil nachdem wir ja harte Verfechter gewisser Trainingsphilosophien sind, habe ich natürlich mich dann nicht lumpen lassen dürfen. Und da habe ich gedacht, naja, Superkompensation muss sein, weil sonst da wird es ja nichts machen. Und habe vielleicht vor dem Rennen einen Radler getrunken und vielleicht haben wir dann auch noch Bier getrunken und im Endeffekt waren es dann 4 Bier bis 2:30 in der Früh und war schon ganz lustig und wie ich dann ins Bett gegangen bin um 2:30, habe ich mir gedacht, könnte vielleicht nicht die beste Vorbereitung gewesen sein. Ich möchte da einfach entschieden widersprechen, weil wie du gesagt hast, wir als Erfinder der Superkompensation sind wir unseren Zuhörerinnen verpflichtet. Und ich würde sagen, es gab für dich keine andere Möglichkeit, als vorher zu trinken, weil wir...
ich glaube, dass wir manchmal auch ein bisschen belächelt werden dafür und dass man glaubt, dass das jetzt ein Spaß ist mit der Superkompensation. Aber es ist nun mal wissenschaftlich erwiesen, dass es die Superkompensation gibt und dass sie funktioniert. Und wir haben ja auch dann, also der Versuch da war ja auch zu zeigen, dass er erstens im Ultrabereich wirklich gut funktioniert und dass er auch bis zum Maximum funktioniert, weil du hast gesagt, du hast von Donnerstag auf Freitag getrunken und der Start ging erst Samstag um 0 Uhr los. Das heißt, es war es muss ein ganzer Tag dazwischen sein, ja, bis aufs Maximum ausgereizt oder bis aufs Minimum, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Und trotzdem, wie wir noch später kommen werden, hat die Bestzeitgarantie funktioniert. Wohl wahr. Also ich kann ja nichts gegen das Konzept sagen, aber zwischenzeitlich sind wir doch, der Raum der Zweifel ist mir schon gekommen. Aber ich glaube, das war weniger das Trinken, sondern der Schlafmangel. Also ich glaube, das wenig Schlafen, weil spät ins Bett kommen, ich glaube, das war eigentlich das Problem. Ja, du hast doch, wir haben dich auch im Auto angerufen, wie wir nach Innsbruck gefahren sind und haben dich zu unserer Überraschung beim Schlafen aufgeweckt und du hast nicht gerade ganz gewusst, was wir von dir wollen. Ja, ich habe leider noch nicht ganz geschlafen, sondern es war so irgendein Dahingedöse am Freitagnachmittag, beziehungsweise am Abend. Ich habe es versucht, mehrfach zu schlafen, aber ich konnte nie richtig schlafen. Dementsprechend war ich dann auch vorm Start doch recht müde, das hast du ja eh mitgekriegt. Also die letzten paar Stunden hast du mitgekriegt, wo ich immer wieder aufgestanden bin. Ich habe einfach nicht schlafen können und war dann ein bisschen unruhig schon, ob denn das im Lauf dann positiv oder negativ ist. Das heißt, auch beim Trinkteil der Superkompensation ist es wie beim Laufteil dann selber, schneller ist einfach besser. Richtig. Wer schneller viel trinkt, kann früher ins Bett und dann ist alles gut. Ja, es ist einfach, man muss schon sagen, die Superkompensation ist sehr individuell und der Peter hat ja mittlerweile aufgrund von jahrelanger Erfahrung auch das Getränk seiner Wahl gefunden. Das ist nicht immer einfach, das ist halt das Individuelle, aber wenn man das mal findet, dann kann man das auch bei solchen Läufen anwenden. Gut, du warst dann etwas müde davor, aber du bist ja dann doch irgendwann an den Start gegangen. Magst du uns mal abholen, wie es dir dann während des Laufs so gegangen ist? Ja, also ich bin zum Start gefahren worden, weil man gedacht hat, weit gehen muss ich jetzt nicht, bin zwar. Was ich ganz spannend finde, ist immer so diese halbe Stunde vor dem Start, wenn alle im Startbereich stehen, wenig geredet wird, aber alle total angespannt sind. Es ist schon eine ganz besondere Stimmung. Und ich habe mir dann beim Start eigentlich direkt hinter dem Elite-Block einsortiert, weil man gedacht habe, ich habe eine gewisse Idee, was ich laufen will, ich habe eine gewisse Idee, wie ich loslaufen muss und ich weiß, dass es noch 2 Kilometer, 3 Kilometer am Anfang halt durch Innsbruck und dann raus, dass es relativ schnell quasi Richtung Single Trail geht und wenn du dort im falschen Zug bist oder in der falschen Geschwindigkeit bist, dann sitzt du halt in diesem Zug als Waggon und dann fährst du genau diese Geschwindigkeit, ob du willst oder nicht. Wenn ich da kurz einhaken darf, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, du hattest ja dir eine Maßstab, also was wir schon erwähnt haben, war, dass du dir eine Maßstabelle gemacht hast und die haben wir auch letztes Mal im Schweiß und Pommes Podcast, glaube ich, besprochen und da standen eine Sub 15. Jetzt hat sich natürlich durch die Änderung, hat sich das ein bisschen geändert und Gefühl hat man so rausgehört, okay, du schätzt diese 5 Kilometer mit ungefähr einer Dreiviertelstunde ein, rund mal ein bisschen ab, machen wir da so eine locker flockige Sub 14 draus. Jetzt hat sich ja aber das Wetter dann auch ein bisschen verändert und es hat dann geheißen, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag, wo du eben dann gestartet bist, auch ziemlich geregnet hat. Und das hat ja auch deine Renntaktik etwas verändert, oder? Richtig. Also gestartet sind wir mit einer Sub 17. Während des Trainings habe ich noch auf eine Sub 16 das Ganze revidiert und nach dem Lindkugel habe ich gesagt, na, Sub 15 geht sich schon aus. Und dann haben sie noch ein bisschen verkürzt und dann war in meinem Kopf so, ja, also 14 glatt wäre schon geil. Und das war aber so das Maximum, was ich mir vorgestellt habe. Dann war das Wetter ein großer Unsicherheitsfaktor und dann haben wir gedacht, puh, schwierig. Dann hast du glaube ich auch gesagt, jetzt die Sub 15 sind jetzt da eigentlich realistisch, aber Wetter schwierig. Und am Tag vor dem Lauf habe ich nachher noch mit dem Trainer geredet und gesagt, ja, so und so.
14 Grad wäre schön. Und der hat dann gesagt, zuerst hat er gemeint, okay, lauf's an mit maximal 160er Puls und gemütlich und hinten raus. Und dem Wetter geschuldet hat er nachher gemeint, nein, das war ein paar Stunden vorm Start, hat gesagt, okay, geh's einmal taktisch so an, lauf's an wie den Windkugel, was auf 54 Kilometer Lauf ist mit 2-3 Höhenmeter, glaube ich, oder so, 2300. Lauf's an wie ein Windkugel, weil, wenn das Wetter schlechter wird, dann wirst du automatisch langsamer. Also dann geht sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel. Das heißt, du kannst am Anfang schon ein bisschen mehr Gas geben. Und dann schauen wir halt, je nach Wetter. Ja, genau. Und so bist du es dann ja auch angegangen, oder? Also ich habe es ja dann nur im Live-Tracker verfolgt. Und du bist ja dann zumindest, ich habe es immer nur mit einer Maßstabelle sub 15 verglichen, du hast du dann am Anfang relativ viel auf die Maßstabelle rausgeholt? Genau, also mein Plan war bis Telfest, was Kilometer 17, glaube ich, ist oder so. Also du laufst dort auf die Seelschlucht rein, was eben nach dem Start von 2-3 Kilometer ist der Single Trail. Das heißt, da musst du dann echt schauen, dass du dort, wo du gerade bist, gut aufgehoben bist. Und da war es bei mir halt echt so, dass ich gemerkt habe, bergauf tue ich mir an dieser Stelle schon schwer, also so 5-7 Kilometer nach dem Start, dass ich an den Menschen, wo ich mich einsortiert habe, also geschätzt, hätte ich gesagt 30. bis 40. Nachher habe ich festgestellt, ich war so 25. In meinem Rennen quasi, weil da waren ja die ganzen 85er drinnen. Bergauf habe ich mir, es ist zwar gegangen, aber ich habe gemerkt, die könnten alle ein bisschen schneller bergauf gehen. Aber nachdem es ja geregnet hat, und zwar auch schon zu dem Zeitpunkt, war es geradeaus und bergab, gerade in der Seelschlucht, das ist so ein wurzeliges Gelände, da hätte ich schon noch einen Zacken zulegen können. Und da waren die vor mir, geradeaus und bergab, haben sie die schwerer dann. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, nein, aber überholen will ich es nicht, weil da vorne ist nachher wieder quasi eine kleine Rampen. Dann bin ich der Prellbock und der Bremser in der Runde. Also das war immer so, wenn du ganz allein bist, wärst du anders gelaufen, aber war komisch. Eigentlich doch eine super Taktik, oder? Alle bergab überholen und sie dann bergauf bremsen, um dann beim nächsten Bergabstückel wieder davon zu ziehen. Und wenn du es auf Platzierung laufst, eigentlich genauso. Aber ich habe mir gedacht, das ist halt komisch, wenn du vorlaufst und dann vorne einbremst. Also es war komisch. Und dann habe ich mich halt hinten angekriegt und mir gedacht, na gut, dann sparst du vielleicht ein paar Körner, wenn's nicht Gas gibst. Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich ein bisschen deppert, weil in der Analyse nach dem Rennen habe ich festgestellt, dass ich bis Telfes, im Kilometer 17, auf Menschen, die jetzt da gar nicht so viel vor mir waren, gleich einmal eine Viertelstunde verloren habe oder 20 Minuten. Und die Viertelstunde wäre wahrscheinlich nicht notwendig gewesen. Die wäre jetzt ohne viel mehr Aufwand oder viel mehr Kraftaufwand auch drinnen gewesen. Die Frage ist immer, ob's da nicht auch ein paar Körner gespart hast, das hinten auch noch braucht hast. Das ist immer ein bisschen schwer zum Sagen. Aber du hast es dann zumindest, also ich kann es immer nur dann vom Live-Tracker sagen, du hast zumindest so 15 dann relativ viel rausgeholt gehabt und hast dir aber dann sukzessive bis Hall, also bis Kilometer 60, ja dann eigentlich immer so ein bisschen eingebüßt. Du hast dich ja zwischendurch einmal verlaufen. Ja, wobei. Ich war, Telfes war die Idee, dass ich um nach 2 Stunden bin. Ich war dort noch 1 Stunde 56. Dann ist es aufgegangen auf die Mutteralm. Dort oben war es dann neblig. Es hat Schnee, wie nennt man das? Schneegraupel, Griesel. Es war jetzt noch kein Schneefall, aber das war so. Es war halt einfach ein bisschen geschissen. Und du hast halt nur die Hälfte gesehen. Was für mich jetzt da blöd war, was aber offensichtlich, aber was ich so rund um mich mitgekriegt habe, für alle anderen blöder war. Also das war so ein Moment, wo jeder, der nicht gut sieht oder sich schwer tut, wenn er nicht gut sieht, mehr kämpft hat wie ich. Weil mir war es halt
wurscht. Es war halt doof, aber es war mir relativ wurscht. Ich bin bei Telfes eine Minute gestanden maximal. Ich bin bei der Mutterräume eine Minute gestanden maximal. Das ist von der Stehzeit, es war wirklich nur Flasks auffüllen. Also Esstaktik war ab 60 Minuten alle 30 Minuten agil. Ende. Also das war die Esstaktik bis zum Schluss. Ja, mit doof hast du ja schon einige Erfahrungen im Training gesammelt. Vielleicht hat es ja deswegen gar nicht so viel ausgemacht, wenn es jetzt dann im Rennen ein bisschen doof war. Richtig. Und wenn du jetzt verratest, wie viel Geld du genommen hast, dann können die Leute schon hochrechnen, wie viele Stunden du gelaufen bist. Deswegen tue es nicht. Okay, aber ich habe noch nach 60 Minuten mein erstes Gel genommen und dann alle 30 Minuten. Du hast es wahrscheinlich geliebt nach der Zeit. Also. Oh ja, es war ganz großartig und alle Geschmacksrichtungen waren top, top, top. Lecker. Gut, also du bist dann der Mutteralm weitergelaufen und erzähl mal. Also Mutteralm rauf, da bist du noch auf 1600, 1700 Höhenmeter oben und dort oben liegt Schnee. Da bin ich nachher das erste Mal, zwei Schneefelder habe ich dann gequert mit ein paar anderen, bin dann einmal bis über den Knöchel im Schnee einbrochen, habe mir gedacht, passt, jetzt fahren wir die Schuhe ran aus. Ich habe noch nicht fertig drüber nachgedacht gehabt, dass jetzt die Schuhe nass sind und dass es jetzt blöd ist. Bin ich über Wiesen gelaufen mit viel Gatsch und dann ist dann und zack, bin ich bis über den Knöchel im Gatsch gestanden und gedacht, na gut, das Nass ist jetzt nicht dein Problem gewesen. Und habe gedacht, naja, hilft ja nichts, dann laufen wir es halt einfach mit dem gatschigen Fuß weiter. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, ich sollte mir die Regenjacken anziehen. Weil so genieselt, wie sie gesagt hat, hat es da ja auch die ganze Zeit. Nur auf der Motorräume hat es halt nachher noch minus 1 Grad oder so gehabt. Nur wusste ich ab dem Zeitpunkt, dass es geradeaus oder bergab gehen muss. Dementsprechend jetzt die Regenjacken anziehen ist auch schon wurscht, weil es muss ja wieder wärmer werden. Ja, bei uns, glaube ich, war das definitiv was anderes, weil wir hatten keine so niedrigen Temperaturen. Da war das mit dem Niesel weitaus angenehmer. Wir haben uns zwar darüber lustig gemacht, dass der Jordi am Anfang in der langen Hose gestartet ist. Und ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass die falsche Entscheidung war. Ich glaube, wir wären in 4:15 angekommen, wenn der Jordi von Anfang an die kurze Hose angehabt hätte. Keinesfalls. Die lange Hose war genau richtig. Ja gut, wobei bei euch war es Vormittag, bei mir war es bei der Mutterräume. Ich glaube, es war 2:30 in der Früh. Also da waren die Temperaturen und das Wetter ein bisschen anders noch. Kleiner Unterschied, der ist vernachlässigbar. Okay. Aber hast du Probleme gehabt mit der Stirnlampen und diesem Schneekraupel? Also ich kenne das immer, wenn es regnet oder so leicht nieselt, dann ist das Sichtfeld schon sehr eingeschränkt, wenn dann dieses Zeug runterkommt, oder? Ja. Also ich habe die Stirnlampen dann, wie ich das normalerweise auch mache, auf die kleinste Stufen gestellt. Also das ist im Endeffekt, wie wenn du einen Nebelscheinwerfer bei irgendwie Scheißwetter hast, weil dann siehst du auch nichts, weil auf einmal hast du eine weiße Wand vor dir. Und ich habe es halt auf kleinste Stufen gestellt. Und deswegen habe ich gesagt, es war für mich jetzt dann nicht toll, es war irgendwie doof, aber für alle Menschen, die sich schwer tun, mit schlechter Sicht, da hast du wirklich gemerkt, die könnten körperlich wahrscheinlich mehr, aber sie tun sich schwer, weil sie einfach nicht viel sehen. Und das war für mich in Relation natürlich wieder gut. Aber das war jetzt auch nicht so lang, das war oben Mutterräume und sobald es dann ein bisschen bergab gegangen ist, Richtung Birgitz, war es wieder okay. Richtung Birgitz runter war im Endeffekt für die meisten Menschen, glaube ich, und das habe ich auch jetzt in der Analyse der Böden gesehen, das Schlimmste war offenbar, dass du nasse Wurzeltrails hast, 15 Kilometer lang oder 10 Kilometer. Und diese Wurzeltrails, wenn du jetzt da bergab in der Nacht nicht so, also wenn dir das nicht taugt, also wenn der Downhill nicht taugt und dann in der Nacht und dann vielleicht noch nicht ein super Wetter, dann ist das halt jetzt echt nicht die geilste Kombination, die es da geben kannst.
Ja, aber du hast ja den großen Vorteil, dass das genau deins ist. Es geht bergab, du kannst das laufen lassen. Gib ihm. Genau. Und das war der Plan. Und meine Maßstabelle hat, glaube ich, gesagt, so kurz nach 4 Birgits. Das habe ich auch genau getroffen. Also ich war immer so auf plus minus 10 Minuten. Da war alles gut. Ich habe zwar keine Platzierung gewusst, aber ich habe mir gedacht, okay, bis jetzt schaut es ganz okay aus. Und dann geht es von Birgits quer durch den Talbogen nach Granebitten. Und da war ich gefühlt langsam und in der Nachbetrachtung habe ich auch gesehen, ich war langsam, weil ich bin das gelaufen in einem 6,30er Schnitt oder so irgendwas. Also man könnte jetzt gemütlich sagen. Und das ist deswegen verwirrend, weil es ist mehr oder weniger Straßen oder also guter Schotterweg oder Straße und das ohne viel Höhenmeter. Warum ich das in 6,30 gelaufen bin, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ja, vielleicht hast du dich einfach nur ein bisschen erholen wollen. Ja, vielleicht. Warst du allein unterwegs oder waren andere um dich rum? Ich war eigentlich 85% der Zeit allein unterwegs. Also ich habe immer irgendwie wen gesehen, auf die Tanz vor oder hinter mir, aber ich bin eigentlich fast nie mit jemand gelaufen. Ja, aber ich kenne das auch noch. Hast du gesehen, hast du dich da ständig umgedreht? Bist du nicht hingeflogen, wenn du nicht verkehrt gelaufen bist und dir ständig die Leute hinten angeschaut hast? Das erklärt vielleicht die 6,30. Ja. Details. Obwohl, wenn er die 6,30 rückwärts läuft, ist das dann auch wieder ein bisschen bemerkenswert, oder? Ja, Ich meine, ich weiß, dass Leute weiter schneller rückwärts laufen können, aber für das, dass er es nicht trainiert hat? Wer weiß. Naja, werden wir einen Rekord aufstellen, IATF Reverse. Ja, bitte. Ja, und dann bis Granebitten und dann geht's halt bergauf. Weil dann rennst du Richtung Höttingerbild und dann geht es mal richtig bergauf. Das war dann der Punkt, wo ich das erste Mal meine Regenjacke wirklich anziehen habe müssen, keine Ahnung, 5 in der Früh oder so. Da bin ich gerade mit jemand gemeinsam gelaufen, ich glaube 2 Kilometer, weil wir haben beide einen Weg gesucht. Weil da haben wir uns das erste Mal fast verlaufen und den musste ich dann auch bitten, dass er mir die Regenjacken hinten auch so gibt, weil ich habe es einfach nicht geschafft, dass ich die Regenjacken aus diesem blöden Rucksack rauskriege. War das dann schon Richtung Tageslicht wieder? Also so um den Dreh herum? Ja, schon die ersten, schon besser von der Sicht her? Naja, da war es 5 in der Früh, da hat es schon angefangen zum Dämmern. Also ich glaube um 6 oder so ist schon langsam hell geworden. Ja, aber das war dann, glaube ich, zu der Zeit, ich habe nicht lang schlafen können, aber es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgestanden bin. Und da warst, weil du gesagt hast, warst immer so plus minus 10 Minuten. Was ich mich jetzt erinnern kann, warst da ungefähr 10 Minuten hinter deiner 15 Kilometer Zeit. Und du hast mir zu dem Zeitpunkt eine Sprachnachricht geschickt gehabt. Ich glaube, es war ungefähr so 5:30, 6 kann. Und da hast du auch jetzt nicht so happy geklungen. Und da habe ich mir schon gedacht, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass du am Anfang relativ schnell warst, also Vorsprung hattest und den halt abgebaut hast, da hatte ich die Angst, dass du vielleicht so in eine Spirale kommst und es dir immer schlechter geht und du vielleicht ein bisschen hinterherhinkst oder dann nicht mehr so reinkommst in das Ganze. Wie war es aus deiner Sicht? Am Anfang habe ich mich, ich muss anders anfangen. Diese Idee von irgendwann kommst du in Flow und irgendwann wird es lustig und irgendwann hast du diese Happy Peppy und jetzt da geht's Geschichte, das war einfach nicht. Gar nicht. Das war bei Kilometer 7 eine Arbeitsgeschichte, es war bei Kilometer 27 eine Arbeitsgeschichte und es war bei Kilometer 87 immer noch eine Arbeitsgeschichte. Also happy und flowig und tralala war das den ganzen Tag einfach nicht. Ja, solche Tage gibt's ja, glaube ich, auch. Ich meine, das Schöne ist trotzdem, dass du das Superkompensation angewandt hast und trotzdem performt hast. Also ich meine, das ist ja, du warst ja bis dahin noch super, super dabei. Ich mein, du warst auch noch heute super dabei, aber vor allem Performance gut. Nur Gefühl war halt eher mau. Und also die Zeit hat aber immer passt, weil
Bei der Labe, wo ich bei 2 Stunden sein wollte, war ich bei 1,56. Dort, wo ich bei 4 Stunden sein wollte, war ich bei 4 Stunden, weiß nicht, 4. Beim Höttinger Bild wollte ich sein bei 6,20, glaube ich, oder 6,15. Da war ich bei 6,17. Das ist ja mit Granitbitten, da laufst du halt den Berg rauf, dann laufst du oben entlang. Das ist die Geschichte, wo wir gemeinsam gelaufen sind, wo der Basti gesagt hat, das ist total blöd gewesen, wenn du so auf einer Schräge dahin laufst, aber auf einem Single Trail, den ich eigentlich ganz geil gefunden habe. Und sobald man da auf der Höhe oben ist, auf der du dahin laufst, ist es auch ganz geil. Und so werde ich es mal wieder ganz cool finden. Und dann hast du kurz vor diesem Dropback, also vor dem Höttinger Bild, ich würde mal sagen, 1 Kilometer vielleicht, maximal, wo es Downhill geht, aber Downhill mit 40% quer durch den Wald, richtig, also richtig technisch. Und auf die letzten 1,5 Kilometer habe ich halt auch diesmal wieder, weiß nicht, 6 oder 7 Leute überholt, die zum Teil eher so im Rollator-Stil diesen Downhill runter sind. Also so wie... Weiß ich nicht, hast du einmal einen Stock nach vorn irgendwo reingerammt und hast dich dann um den Stock herum gewunden? Ob einer gewissen Steigung oder Steilheit verwende ich prinzipiell keine Stücke mehr, weil da ist die Gefahr, dass sie mich drüber schmeißt und mir auf die Fresse legt, größer als was mir der Stock bringt. Ja, aber ich kann mich an den Abstieg erinnern, der war wirklich fies und ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt diesen Abstieg relativ viel beschimpft und verflucht habe. Also der ist wirklich, der ist, der, also wenn du das nicht liebst und wenn du das nicht kannst und wenn du das schwer tust und wenn du unsicher bist, dann ist er alles, was du nicht brauchst. Ja, und wenn es dann noch, weiß ich nicht, 6:30 in der Früh ist und nass und ein bisschen Arsch. Dann wird er noch ein bisschen geschissener. Richtig, und da waren offenbar viele Menschen dabei, die den nicht ganz so geil gefunden haben. Und ich habe mir halt gedacht, ich weiß, wie er ungefähr ist. Und ich weiß, wie man ungefähr laufen kann, habe versucht, ihn in dem Tempo vom letzten Mal zu laufen. Ist nicht ganz ausgegangen, weil es war halt nass und nicht so geil. Und es war im Nachhinein betrachtet, es war sicher grenzwertig, was ich da betrieben habe. Weil es hat mich zweimal bergab ausgehoben, dass ich wirklich fast in der Botanik gesteckt wäre. Und im Endeffekt habe ich mich nur runtergerettet, weil ich mich an irgendwelche Baumstümpfe festgehalten habe. Die halt gerade herumgestanden sind in der Gegend. Bin aber trotzdem recht flott da gekommen und bin beim heutigen Bild quasi reingerauscht. Und haben gedacht, okay, Dropback ist, du hast dir genau vorgenommen, was du dort tust, wie du es tust. Keine Zeit verlieren, relativ schnell durch. Interessant war, da war ein anderer Typ, der vor mir reinkommen ist, auch gleichzeitig mit mir in die Dropback-Glabe. Beide Knie völlig aufgeschlagen, die Unterschenkel blutüberströmt. Und ich so, naja, ob sie ihm da jetzt gerade aufgehört hat, und gesagt, nein, das war schon bei Kilometer 30. Es hat sich nur gezogen und ist noch ein bisschen gerunden. Das Blut war ein bisschen schwierig. Die wichtige Frage, die man da stellen muss, hast du dein Dropback gefunden? Ja, sie haben das diesmal anders organisiert. Ich bin reingekommen, sie haben sich meine Nummer angeschaut und haben mir mein Dropback gebracht. Wie praktisch. War super. Also da waren Menschen, die wirklich drauf geschaut haben, ganz schnell das Dropback geholt haben, da die Hand gegeben haben, du hast dir nur hingestellt, ich wusste, was ich brauche. Ich habe einen Fehler gemacht beim Dropback abgeben. Ich wollte eigentlich meine Flasks, ich habe 4 Flasks mitgehabt, 2 vorne, 2 hinten drinnen, die leer waren. Habe im Dropback nochmal 4 Flasks drinnen gehabt, die ich nur auffüllen wollte. Ich habe vergessen, das Pulver reinzufüllen in die Flasks, was doof war. Das heißt, das hat mir irgendwie eine halbe Minute gekostet, irgendwie nachher dieses depperte Ding aufreißen, umfüllen, hin und her. Das hätte ich schneller haben können. Habe aber gewusst, Stirnlampen runter, kleine Stirnlampen hinten rein, T-Shirt wechseln bei nass und so weiter und so fort, Beinlinge ausziehen oder abgeben. Ich schätze mal, dass ich beim Dropback 4-5 Minuten braucht habe und habe dort versucht, wenn man gedacht hat, okay, du stehst ein paar Minuten, eine Cliffbar zu messen. Also nicht nur Gel, sondern was Festes. Und die Cliffbar ist genauso kurz vor meinem Adamsapfel angekommen,
und dort ist sie dann gesteckt und ist in keine Richtung mehr gegangen, also weder runter noch rauf. Und dann habe ich nur die Entscheidung gehabt, okay, kriege ich sie mit irgendeinem Schmäh runter oder muss ich es aufwürgen? Ich habe mich für raufwürgen entschieden. Du Peter, kleiner Tipp fürs nächste Mal, du sollst abbeißen von dem Ding. Also ein ganzes Schlucken ist ganz schlecht beim Cliffbar, wenn er weich ist. Ich habe da Lehrvideos, was heißt, immer als ein Ganzer. Two guys, one trail. Eben, eben. Und an der Cliffbar. Zu viele Stunden mit Jordi und dem Flo. Weißt du, was ich höre, Jordi? Ich höre die pure Eifersucht. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Cliffbars, also ganze Schlucken Kinds, sei es euch wohl vergönnt. Kannst du das vielleicht nicht? Also er muss nicht nur einen Downhill üben. Ich merke, da fehlt doch etwas die Trailerfahrung. Jeder Fahrer eine Trailerfahrer kann Cliffbars einfach also ganze Schlucken. Das ist ja ein, lächerlich. Ein Atmer, ja. Und weg sind sie. Richtig. Ja, und ich habe das halt probiert und bin dann drauf gekommen, okay, Schlucken ist eine ganz schlechte Idee. Bin dann die Cliffbar schnell wieder los geworden. Hat man dann irgendwie auch Orangen genommen und bin aus dieser Labe raus. War aber echt schnell. Also ich glaube, in 4-5 Minuten war ich durch. Hab gelernt, dass Orangen mit viel Säure die Gels wunderbar zum Magen umdrehen bewegen. Aber hilft ja nichts. Und dann hat mir meine Uhr einen GPS-Trick gespielt und hat mich am Berg aufgeschickt, 60 Höhenmeter, wo ich eigentlich nicht ausführen hätte müssen. Und dann habe ich einen Umweg von 10 Minuten gemacht und bin quer durch den Wald wieder ohne Trail runtergekracht. Aber hättest du nicht einfach auf die Schilder verlassen können? Ja, das Schild hat aus der Labe rausgezeigt und dann war aber kein weiteres Schild und meine Uhr hat gesagt, Routenabweichung quasi und hat mich links raufgeschickt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe kein Schild gesehen, da war nichts, die Uhr sagt links auf, ich würde jetzt nicht falsch laufen und bin halt quasi der Uhr nachgelaufen und dann war ich dort oben und dann sagt die Uhr, haha, du hättest unten laufen müssen. Dann war meine Stimmung so semi-gut und ich habe mir gedacht, na, zurücklaufen du jetzt auch nicht mehr, weil zurücklaufen kann ja jeder. Dann laufe ich einfach gerade runter durch den Wald, nicht wissend, dass auf dem geraden Weg nach unten auch ein Bach ist. War nicht so gut. Du wolltest jetzt da nicht falsch laufen und bist trotzdem falsch gelaufen. Richtig. Ja, komisch. Ja, es war einfach blöd. Und dann bin ich unten aus diesem Wald ausgekracht nach 10 Minuten und dann sind gerade die Leute, die einfach sich mehr Zeit genommen haben in der Labe, die ich überholt habe, daherkommen und so, na, wo kommst denn du daher? Ich sage, mir verkauft, lasst meine Ruhe. Das waren meine Best Friends zu dem Zeitpunkt. Bessere Freunde als so manche Gurke? Ja, die Gurke kam erst später. Ich weiß. Was war denn mit der Gurke? Naja, von da bis, von da ist es nachher zum Romedi-Wirt gegangen. Und das war irgendwie schwierig, weil das war die Zeitspanne, das waren nur 11 Kilometer oder so, die so dahin gewölbt sind, aber leicht bergauf. Und da habe ich vergleichsweise relativ viel Zeit liegen lassen, wenn man es jetzt so will. Weil das war das, wo du gemeint hast, ja, ich bin nicht dahergekommen, ich bin nicht dahergekommen. Ja, da habe ich wirklich, da war ich dann plötzlich hinter meinem Zeitplan. Und da haben nachher der Jordi und der Basti ja schon gewartet und haben sich gedacht, komisch, warum komme ich nicht daher? Ja, weil ich hinter dem Zeitplan war. Erstens, weil ich mir 10 Minuten verkoffert habe und zweitens, weil ich einfach zu langsam war. Und beim Romedi-Wirt habt ihr mir nachher abpasst und habt mir auch beurteilt als so semi-glücklich. Naja, ich habe da ein paar Fotos gemacht, da lächelst fast. Oder wie nennt man das mit dem Mundwinkel nach unten? Genau. Ja. Na, du hast uns zumindest nicht den Mittelfinger gezeigt. Und ja, das ist wahr. Aber also, habt ihr mir eine Red Bull in die Hand gedrückt, was durchaus hilfreich war. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel gegessen und bin dann aber recht flott weiter Richtung Hall. Der Bereich ist dann wieder gut gegangen, also der ist dann wieder gut gelaufen. Und in Hall war ich glaube, auf 10 Minuten wieder auf meinem Zeitplan. Also ich wollte um 8:20 Uhr dort sein, um 8:30 Uhr war ich da, habe mein Hall dann mein super, super Frühstück geholt.
Die Frage war, ob du den Hall wirklich so gut benannt hast, wenn du geglaubt hast, dass du vom Schloss raus, dass 2 Kilometer bis zum nächsten Anstieg war. Ja, okay. Aber ich habe meine Gurke mit Salz geholt. Und die Gurke war einfach besser wie alles andere, was man dort angeboten gekriegt hat. Und du hast ja dann nicht nur dort was angeboten bekommen, sondern auch kurz vor besagter Brücke waren wir ja dann nochmal gestanden. Der Basti war extra im M-Preis einkaufen und hat alles Mögliche gekauft, Salzstangerl, Laugenstangerl, Erdnüsse, alles quasi. Und hat dir das auch angeboten. Und ja, aber du hast gesagt, na, ich habe Gurken. Ja, also hat er offenbar nicht das gute Zeug gehabt, weil mein Gurken war besser. Ja. Man muss doch fairerweise sagen, er hat wahrscheinlich nicht genügend von dir gelernt, weil wenn du eines kannst, dann sind es Labestationen und du hättest wahrscheinlich noch mehr aufgetischt und da wäre wahrscheinlich auch eine Gurke dabei gewesen. Vermutlich. Das Problem war halt, dass der Basti einfach kein so ein Klapptischl dabei gehabt hat und so und das nicht so schön angerichtet hat. Vielleicht hätten wir das ein bisschen besser einfach präsentieren können. Und nicht nur so verbal, sondern so, ich habe Salzstangerl, ich habe Laugenstangerl, ich habe Erdnüsse. Ja, das Auge ist mit. Genau, das Auge ist mit. Und weil er die Gurke, die hatte er ja praktisch schon vor Augen, also in der Hand. Ja, und wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, wie der Peter da angelaufen gekommen ist mit seiner Gurken in der Hand, also das hat er so wie eine Einheit auch gewirkt, ja, der Peter und sein Gurken. Also man muss ja sagen, Satz. man muss vielleicht auch sagen, man muss vielleicht sagen, der Basti hat in seinem Alter halt schon noch den Bezug zur Jugend etwas verloren und er weiß einfach nicht mehr, was die Jugend so isst. Gurken? Damals gab es noch keine Gurken, als er jung war. Sozusagen. Aber dann ist so ein kleiner Hall wirklich mal steil nach oben gegangen. Und amüsant war bei Hall, nachdem ich dort keine Minuten Stehzeit gehabt habe, habe ich wieder einige Leute eingesammelt gehabt. Und ich glaube, war platzierungsmäßig ganz okay unterwegs. Und ab dem Zeitpunkt geht es halt bis zum Herr C echt gut bergauf. Und im Gegensatz zu euch, die da gerade frisch angefangen hat, habe ich den Anstieg eigentlich gar nicht mehr so cool in Erinnerung. Der war schon gut steil. Ja, ich finde, das ist, ja, du hast halt einfach die 60 Kilometer oder schon was in den Beinen gehabt. Er war jetzt sicher nicht also es war jetzt kein, er hatte schon Steilheit, sagen wir es so. Er war jetzt aber auch nicht übermäßig steil, wenn du mit frischen Beinen anbrichst. Aber wenn du halt 60 Kilometer in die Haxen hast, kommt da fast alles irgendwie steil von. Und ich kann mich auch noch erinnern, vor 2 Jahren habe ich dir auch um einiges fieser gefunden, als dass ich ihn jetzt gefunden habe. Was man ja dazu sagen muss, wir wollten ja, also unser eigentlicher Plan war ja, den Peter in irgendeiner Art und Weise da auf diesen Batscherkofel raufzuschleifen, aber das ist uns leider aufgrund der Zeit, die er vorgelegt hat, da misslungen. Also unser Zeitplan ist nicht seiner ist voll aufgegangen, unserer leider nicht. Ja, wir haben uns ja immer gedacht, wenn du bei die 15/14 Stunden wenn du das wirklich schaffst, dann hätten wir dich ja irgendwann einholen müssen. Und nachdem wir dich nie eingeholt haben, aber das gibt's ja nicht. Wo ist der? Dazu muss man da zwei Sachen auch noch sagen. Erstens haben sie uns 7 Minuten aufgehalten beim Start. Und zweitens hat der Peter halt der Gurken gehabt. Ich meine, was willst du denn da dagegen ausrichten? Jetzt mal im Ernst. Der Turbo-Gurk. Ich finde, wir haben aber auch noch nicht oft genug erwähnt, dass sie uns 7 Minuten am Start aufgehalten haben. Also die haben uns da echt ausgebremst. Ansonsten hätten wir Peter, glaube ich, mit links eingeholt. Und zwar 7 Minuten. Aber wenn's da gleich am Anfang so reinscheißen, dann verlierst du auch jegliche Motivation. Dann ist nichts mehr mit Elite. Dann machst du das auf Genusslauf. Naja, 7 Minuten, was willst? Genau. Tja. Und dann warst du eben oben am Herze oder wie unser lieber Doktor... Freund Doktor sagt, Fickherze. Piep. Den ich auch genauso oh, ich war zu spät. Habe, den Fickherze, weil der Weg rauf war doch recht mühsam und das war der Teil, wo ich bergauf gefühlt
alles gegangen bin, was ich sonst noch laufen hätte können. Also da waren Abschnitte dabei, die waren halt so semi-steil. Das waren halt so Waldwege, die ein bisschen bergauf gegangen sind. Und da war meine Motivation, naja, man hätte es vielleicht laufen können, und ich habe mir gedacht, na, kein Bock. Und da hat man gedacht, das kann doch nicht sein, dass dieser blöde Herzchen daherkommt. Habe aber trotzdem hinten raus zumindest versucht, wenn ich so ein bisschen das Tempo zu halten. Und kurz vorm Herzchen ist dann der Basti dahergekommen. Das war, also mental hat es schon extrem geholfen. Weil der ist dann ab dem Zeitpunkt mit mir mitgelaufen bis zur Sistranser Alm. Also der hat mir beim Herzchen geholfen, dass ich dort relativ schnell durchgekommen bin. Dann diese ganze Forststraßengeschichte entlang. Und dann kommt ja plötzlich diese Wand Richtung Rinnalm oder Rinnalm hast du, glaube ich, wo du diese 40% Steigungsgeschichte hast. Und da hat er mir halt geholfen, dass ich zumindest an, nennen wir es mal, annehmbar okayen Bergaufschritt gehalten habe und nicht komplett gestorben bin. Es war aber auch der Zeitpunkt, wo Richtung dieser Rinnalm rauf die ersten vom K35 daher gelaufen sind. Und ja, sie sind gelaufen, die 40% Steigung. Das war auch der Moment, wo ich mir überlegt habe, okay, ihr lauft die Steigung, ich habe zwar Stecken, ja, vielleicht stecke ich euch die einfach irgendwo hin, damit ihr nimmer lauft. Der Basti hat uns erzählt, dass er davor eigentlich Angst gehabt hat, ob es deiner Fitness, dass der bergauf nicht hinterherkommt. Und er war nachher erleichtert, dass du mit 80 Kilometer in den Beinen dann doch langsamer bist als er mit frischen Beinen. Ja, schlimm wäre es gewesen. Aber die Angst war grundsätzlich von ihm da. Gut, dann weiß ich, woran ich arbeiten kann. Aber ich muss schon zugeben, also wenn ich die 35er gesehen habe, dass sie diese Steigung rauflaufen, habe ich ganz kurz wirklich an allem, was so in mir war, gezweifelt und gesagt habe, das darf echt nicht sein. Aber das waren die Leute, die dann diese K35, ich glaube in 2014 sind die fertig gewesen, gell? So irgendwas. Also in einer absurden Zeit. 2,41. Gut, aber absurd. Entspricht einer 4,36er Pace. Richtig. Und wir reden von 1700 Höhenmeter. Ja, absurd. Also völlig schwachsinnig, was wir gemacht haben. Und jetzt überlegt er, der Kilian läuft einen Halbmarathon mit 1000 Höhenmeter in 1,30. Also das ist ja, die sind schnell und verstehe mich nicht falsch, die leisten einiges, aber das ist ja noch nicht einmal die Weltspitze, weißt du, was ich meine? Ja, das ist deppert und vollkommen bescheuert. Hurra! Aber jetzt weißt du noch, was möglich ist, Peter. Ja, schon, aber nicht für mich. Vielleicht. Ja, abwarten. Ja. Schauen wir mal, was der Trainer dazu sagt. Ja, wohl wahr. Das erfahren wir dann in einer der späteren Folgen, ob der Trainer dann überhaupt noch was zum Sagen hat. Oh ja. Ja, und dann sind wir eben dort raufgetigert zu den nächsten Almen, wo ich nachher festgestellt habe, bergauf wäre eigentlich noch, also da muss noch was geschehen. Und bis zur Sistranser Alm ist der Basti mitgelaufen. Das war, wie gesagt, im Kopf ganz cool. Und da haben immer wieder so ein K35 Leute vorbeikommen und haben mich überholt. Und irgendwann dann, ich glaube, auf der Lanser Alm, das ist dann die letzte, geht es dann halt bergab. Bis auf diesen einen lustigen Gegenanstieg von vorher, den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so lustig gefunden habe. Also da habe ich kurzfristig überlegt, ob ich mich einfach hinsetze und mir denke, okay, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, lasst mich in Ruhe. Und da waren dann, wie gesagt, die 35er entgegen und ab dann geht es im Endeffekt ja nur mehr bergab und nach Hause. Orientierung, da habe ich schon ganz viele Gels Intus gehabt und ich glaube auch 6 oder 7 Liter getrunken und sonst halt nichts. Und dann geht es halt bergab. Dann geht es auch relativ technisch bergab, das war alles okay. Da habe ich dann auch wieder Zeit aufgeholt, weil viele Menschen, die so um mich herum waren, haben zwischen Hall und Lanseralm auf mich 20 Minuten ungefähr gut gemacht. Also da sind wir 20 Minuten davon gelaufen und bei dem Bergabstück Richtung Talstation vom Patscherkofel, also Heiligwasser Patscherkofel, habe ich die Gott sei Dank wieder eingeholt, weil das war so meine große
mein großes Ziel, dass ich die Leute mehr bergauf die 20 Minuten abnehme, dass ich sie wieder einhole. Und es ist sie gut ausgegangen. Und bin dann bei dieser Talstation vorbei und dem Golfplatz. Und dann kommen halt die letzten paar Kilometer. Und dann ist dann aus unserem Team die Sophia daherkommen und ist von hinten daher gebrettert mit einem irrsinnigen Speed und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, ja, danke, eh geschissen. Und dann hat sie gesagt, ja, was, häng die einfach an. Und ich habe mir gedacht, naja, schauen wir mal, ob es ausgeht. Und dann ist sie vor mir eingespurt und hat dann halt langsam das Tempo angezogen und plötzlich sind wir die nächsten 2 Kilometer in, weiß ich nicht, 3,30 bis 3,50 drauf geknallt und haben lustigerweise wieder K35 Menschen überholt. Lustige Anekdote auf der Seite, einer von denen, den wir überholt haben, der nach mir, kurz nach mir ins Ziel gekommen ist, hat nachher ist er zu mir im Ziel dahergekommen und gesagt, du, das war aber schon ein bisschen scheiße, wenn du auf 35er bist und plötzlich überholt die 100er wieder. Das ist jetzt sein Problem. Für mich war es ganz geil. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch insgeheim gerechnet, dass sie bei mir noch die Sub ausgeht, dass ich die Stunden noch unterbieten kann. Aber leider hat meine Uhr und die tatsächliche Distanz nicht zusammengestimmt mehr. Weil auf meiner Uhr waren schon die 98 Kilometer lang erreicht und war das Ziel leider noch immer nicht da. Jetzt könntest du eigentlich dann irgendwann nicht deine Zeit sagen, wie du gelaufen bist, sondern nur die Anzahl der Gels und alle können sich selbst ausrechnen, was das dann in Zeit heißt. Ich habe 26 Gels gegessen während der ganzen Zeit. Also ich habe 26 Gels gegessen und glaube ich 7 Liter getrunken. Das war im Endeffekt meine komplette Nutrition. Plus eine Gurkenscheibe und die Gurken. 3 Orangen. Also 3 so Orangenspalten und eine Gurkenscheibe, das war's. Und ich glaube 4 Salzkapseln. Naja, klingt sehr gut. Ja, und dann bin ich ins Ziel gesprintet im Endeffekt nach 13.06. Also wir haben ja gewusst, dass du offensichtlich deine Sub 14 unter Boten hast, weil du uns einfach nicht dahergekommen bist. Und als wir dann ins Ziel rein sind und uns gesagt hast, dass es eine 13.06 geworden ist, haben wir gedacht, der Typ ist irre, oder? Also ich war ehrlich gesagt im ersten Moment sprachlos ob dieser Leistung. Ich war auch sprachlos, teilweise ob dieser Leistung zu anderen Teilen, weil du uns so ins Ziel gehetzt hast. Entschuldige. Ich hätte mir Gurken gewünscht zu dem Zeitpunkt, obwohl ich die Dinger hasse. Aber ja, nein, also wirklich fantastische Leistung, Hut ab. Ich hab noch nie so einen langen Trail in annähernd diesen Zeiten. Ich bin auch schon mal 13 Stunden in Innsbruck gelaufen. Da war es allerdings die längste Strecke nur 80 Kilometer. Also, muss sagen, puh, verrückt. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob der Peter da wirklich selbst damit gerechnet hat, dass das so geht. Ich habe ja ganz ehrlich auch die Sub 14 eigentlich schon für ambitioniert gehalten und dass er dann auch wirklich mal so einen draufsetzt. Wir haben es ja nachher analysiert. Ich glaube auch, dass ihm durchaus dann das, auch wenn es in der Nacht nicht optimal war, aber das Wetter war eigentlich gemacht für eine Bestzeit. Weil es nicht heiß war, weil es durch den Regen dich immer gut abgekühlt hat. Du hast echt Gas geben können, finde ich. Ja, das stimmt. Also gerade in der Zeit, in der wir auch gelaufen sind, also von 9.30 Uhr bis 14 Uhr, war es eigentlich immer super. Es hat zwar immer mal wieder ein bisschen geregnet, aber es hat nie irgendwie gestört, so dass man sagt so, jetzt ist man aber ganz nass bis auf die lange Unterhosen. Und also die Trails waren jetzt nicht irgendwie mega gatschig oder so. Also zumindest in dem Bereich, in dem wir gelaufen sind, gab es vielleicht 1-2 kurze Abschnitte, wo wir ein bisschen durch den Gatschkopf sind, aber sonst war das alles wirklich wie für eine Bestzeit gemacht. Ja, in der Tat. Wie viel da bist du denn im Endeffekt geworden, Peter?
Gesamt bin ich, glaube ich, waren 23. Genau, 23. 22. Mann und Altersklasse 8er. Chapeau, 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 das hast du gut gemacht. Du hast den Podcast und den Trainer stolz gemacht. Vielen Dank. Ich fühle mich gebauchpinselt. Du weißt jetzt natürlich, dass du keine andere Wahl hast, als den Trainer weiter zu benutzen. Wenn diese 6 Monate was bestätigt haben, dass du schneller geworden bist. Also wenn du das jetzt noch leugnest, dann würde es mich wundern. Natürlich leugne ich es. Ich glaube, dass es wirklich nur an der Superkompensation vor dem Rennen gelegen ist. Die Vereinigung der internationalen Gurkenbauern ist übrigens auch sehr stolz auf dich und ich soll dir vor denen herzliche Glückwünsche auch ausrichten. Vielen Dank. Ich hoffe, dass nächstes Mal auch die Spargelbauern mit im Boot sind, weil ich glaube, mit 2-3 Spargel während des Rennens wird das Ganze noch mal um eine halbe Stunde schneller gehen. Als Ersatz für die Stecken? Guten direkten Draht zu den Gurkenbauern hast, dann können die auch, also der Peter tritt auch als Sponsor, sie können es auch sponsern oder den Peter sponsern, er tragt auch ein T-Shirt mit einer Gurke oben, er von mir ist auch so ein Puff mit einer Gurke oben. Also, weißt du, was ich cool finden würde? Ja? So ein Kapperl, wo vorne so wie so ein Einhornhorn so ein Gurken. Ja, genau. Das wäre super. Die Turbo-Gurke. Nachdem wir alles für Geld machen, macht der Peter auch Werbung für eine Gurke. Ja. Okay, ich würde es weitergeben an Gurkenverband. Wir werden sehen. Ja, und schließlich ist eine Gurke auch wunderbar mit der Superkombination vereinbar. Einfach einen Gin und eine Gurke. Ach so, ich dachte einen Gurktaler. Oder eine Gurktaler. Also, das ist ja das Hochindividuelle. Das kannst du echt anpassen, wie du willst. Okay. ich bin tatsächlich auch sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dieser Endzeit. Ich habe nicht damit gerechnet, vor allem ist es irgendwie ein Schnitt 7,9 oder so, oder 7,10 aus dem Ganze. Die Analyse danach, ganz genau muss sie noch geführt werden, aber jetzt ist wirklich einmal die Überlegung, welche Learnings gibt's. Also kurz zusammengefasst habe ich es mir schon mal angesehen, das ist: erstens, du kannst bergab relativ viel aufholen, weil das, was ich bergauf verloren habe, geht, aber es muss bergab halt auch technisch sein. Je technischer das Ganze ist, desto mehr kann ich aufholen. Dann das Dropback kann man noch ein bisschen besser vorbereiten, der Uphill muss definitiv noch besser werden, also da ist noch eine halbe Stunde drinnen auf der Distanz. Bisamberg is calling. Genau, Bisamberg is calling, da muss noch was drin sein. Salztabletten nicht vergessen. Dieses Mal hat es geklappt, aber nicht darauf vergessen. Und am Anfang ein bisschen schneller einsteigen. Also auch wenn man glaubt, man startet schnell, aber wenn es dann auf dem Single-Trail geht, hier geht es noch, aber andere Rennen, was ich so mitgekriegt habe, sind noch doofer mit es geht dann auf dem Single-Trail. Du musst halt schon, wenn du schnell laufen willst, musst du halt echt schauen, dass du am Anfang irgendwo in einer Zuggarnitur bist dort, die ein gutes Tempo vorgibt, weil sonst da verlierst du einfach ohne viel Zutun wertvolle Minuten und die wiederholst du einfach nie wieder auf. Ja, genau so ist es ja uns gegangen. Seien wir uns ehrlich, sonst waren wir ja locker Sub 4 gelaufen. Ja, eben, war es ja 3,30er Kurs. Sub 4 war sie locker ausgegangen, aber mit dem ganzen Rumgerödel, das wir da gehabt haben, logisch. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber sie haben uns ja am Anfang 7 Minuten warten lassen. Also ich meine, das darfst du ja auch nicht vergessen. Das ist ja nur dazu gekommen. Das kommt ja nur dazu. Ich meine, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Also ich war echt schon kurz davor, dass ich die Startnummer hingehört habe und wieder gegangen war, weil ich meine, so bringt es ja nicht einmal starten. Bottomline ja, und so weiter. Wenn man denkt, man startet schneller, ein bisschen schneller geht immer noch. Ja, aber ich finde, das ist halt das, wir haben das in der letzten Folge mit dem Trainer schon besprochen. Das ist, glaube ich, das, wo du dich auch so ein bisschen kennenlernen musst und so ein bisschen ein Gefühl für die 100 Kilometer entwickelst, weil, also ich meine, ich glaube, du bist von allen hier den schnellsten 100er gelaufen, aber es war auch halt erst ein 3. Und die wirkliche
Und wir haben das ja, glaube ich, offline auch schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube, deine wirkliche Stärke kannst du dann erst auch im nächsten, übernächsten 100er ausspielen, wenn du dann halt weißt, okay, ich kann da wirklich am Anfang noch einen Zacken drauflegen. Und wenn es nach 17 Kilometer halt zach ist, ist es wurscht, weil ich weiß, ich kann das 80 Kilometer durchstehen. Das sind dann, da wirst du dann erst wirklich stark, glaube ich. Ich meine, was ich jetzt weiß, ist, ich kann mal 26 Gels einpfeifen ohne zum Speiben. War schon mal eine Erfahrung. Der Basti ist irgendwie bei Kilometer 70 hinter mir gewesen, bei Kilometer 80. Und hat kurzfristig meine Nase, Ohren und Mund zugehalten, weil mir vielleicht ein halbes Gel duftend entfleucht ist. Und gemeint hat, was war denn das? Und ich habe gesagt, Mango. Und er hat gesagt, wenn das Mango gewesen ist, dann wäre die Frucht schon lang ausgestorben. Aber gerüchteweise. Gerüchte oder Gerüche? Gerüchteweise. Hast du ja durchaus das ein oder andere Mal damit kämpfen müssen, dass du die Gels in dir behältst. Das ist richtig. Also, ich kann mich noch erinnern, ganz genau sogar an 11 Stunden 26 habe ich auf die Uhr geschaut und wusste, um 11:30 muss ich ein Gel nehmen und habe auf die Uhr geschaut. In dem Moment habe ich mir gedacht, 4 Minuten bis zum Gel. Und in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, 4 Minuten bis zum Gel, ist es gar nicht. Und ich habe gesagt, hui, drinnen bleiben. Mein Körper hat sich aktiv gewehrt dagegen und ich habe zu meinem Körper gesagt, wenn du jetzt deppert bist, dann gibt es 2 Gels. Ja, aber das Gute ist, wenn du jetzt ja nur schneller wirst, dann musst du ja quasi weniger Gels nehmen, du oder? Du brauchst nicht glauben, das war wirklich eine Überredungskunst mit mir selber, dass ich gesagt habe, wenn ich es unter 13 Stunden schaffe, dann muss ich auch Gel weniger nehmen. Da muss ich auf die Simpsons-Folge immer denken, wo der Homer sich das Bier abschütten will und das zoomt so rein und du siehst so die Leber und die macht so, und der Homer dann zoomt wieder aus und der Homer haut sich so selber im Bauch und sagt, Schnauze, Leber, und dann sauft das Bier ab. Das, glaube ich, ist ungefähr so bei deinen Gels gewesen, oder? Ungefähr so, ja. Also es war von nett und schön und es schmeckt gut. Ab dem dritten Gel war das einfach nicht mehr vorhanden, diese Idee. Ja, und wenn man sich ganz ehrlich sind, die Gels nimmt man nicht aufgrund von ihrem Geschmack und weil sie kulinarisch wertvoll sind. Die erfüllen einen Zweck und diesen Zweck erfüllen sie ganz gut. Und wenn du halt so wie du am Limit laufst, dann geht das am Magen und dann geht es nur darum, das Ding irgendwie drin zu behalten und gut ist. Also Mission erfüllt. Ja, also es ist jetzt auch die Mission quasi für die nächsten paar Monate zu schauen, bleibt man bei den Gels, findet man Gels, die irgendwie mehr Kalorien, Kohlenhydrate haben, dass du vielleicht die Distanz von 30 auf 40 Minuten ausdehnen kannst und trotzdem auf einem ähnlichen Level bleibst. Findet man anderes Getränk oder einen anderen Trinkrhythmus, dass man dort irgendwo ausholen kann, einfach nur, dass man sagt, man kann entweder die Dichte steigern oder den Abstand des zu sich Nehmens ausdehnen, um am gleichen Level zu bleiben, dass man deswegen die optimiert noch. Also ich glaube, da ist auch noch was drin. Ich glaube, da ist mal was drin und ich glaube, dass du in allem erst am Anfang bist. Deswegen würde ich auch, wenn ich du wäre, würde ich auch mit Trainer weitermachen, aber das ist eine Entscheidung, die du auch machen musst, weil ich glaube, du hast ja gesagt, zum Beispiel bei der K35, dass da die Leute davon gelaufen sind. Ich meine, das sind halt alles Leute, die das wahrscheinlich jahrelang trainieren und jahrelang irgendwie die Berge rauf und runter wetzen. Da kannst du halt, glaube ich, realistisch auch nicht erwarten, dass das in 6 Monaten dort bist, für was die Jahre gebraucht haben. Naja, wir haben ja schon offline ein paar Mal geredet und die 3 Möglichkeiten ausgelotet, quasi, dass ich so weitermache und schaue, was geht, oder einfach wieder drauf pfeifen und schaue, dass es eh geht. Oder irgendwie auch ein bisschen trainiere und die mittlere Variante mit auch ein bisschen trainieren, dass die ausfällt, ist uns beide bewusst gewesen. Und nachdem das jetzt so gut geklappt hat, glaube ich doch, dass mir jetzt zumindest nochmal schaue, was denn das nächste Jahr so bringt. Und wenn du irgendwann einmal ein berühmter Trailläufer wirst, dann kannst du in irgendeinem deiner Interviews sagen, dass du alles mir zu verdanken hast, weil ich dich zum Trainer gebracht habe. Ich glaube, wenn ich einmal ein berühmter Trailläufer bin, ich glaube, dann mache ich einmal einen Podcast. Ja, würde ich dir nicht empfehlen. Ich glaube, du hast nicht so das Podcast-Gesicht dafür. Weiß ich nicht, aber vielleicht laden wir noch ein Schweiß und Pommes einmal ein. Gerne jederzeit. Und ich würde aber auch sagen, muss ihm sein?
Ja, schon unter 30 Stunden musst du in IATF finishen, wenn du Schweiß und Pommes würdig bist. Weil immerhin sind der Tom und der Jordi auch unter 13 Stunden im Ziel gewesen. Fair. So schaut's aus. Und du musst natürlich, wenn du dann ein berühmter Trailläufer bist, musst du natürlich auch erwähnen, natürlich, dass du alles dem internationalen Gurkenbauernverband zu verdanken hast. natürlich. Und ich trage Pommes. Ohne die Gurken wärst du nie so weit gekommen. Ja. Sind wir uns ehrlich? Power. Geh hin oder her, die Gurken was. Gurkenpower. Ja. Ich freue mich schon auf den nächsten Rennbericht an dieser Stelle, wo der Peter uns dann erzählen wird, dass er 47 Gurken in einem Wettkampf verspeist hat. Alle 10 Minuten eine ganze Gurke. Genau, weil die Energiedichte ist ja nicht so hoch wie bei die Gels, aber... aber flüssigkeitsmäßig hast du kein Problem. Das stimmt. Du brauchst keine Softflask mehr mitnehmen, du hast dann vorne im Rucksack, wo du sonst vorne die zwei Softflasks drin hast, hast du 4 Gurken drin stecken. Haben sie Regenjacken? Nein, ich habe 5 Gurken. Also jetzt verstehst du, hast gemeint, die 47 Gurken waren nur für die erste Stunde. Ja, genau. Na cool. Ja, also ich glaube, summa summarum kann man sagen, dass es ein erfolgreiches Wochenende für den Schweiß und Pommes laufenden Decken-Podcast war. Wir hatten eine Menge Spaß. Peter, jetzt nicht so nachher, dann dafür umso mehr. Du bist, ja, hast du schon gewusst, dass du dran bist? Ja, also ich würd sagen, ich bleib nichts anderes übrig, als mich zu bedanken und hoffen, dass du weiter trainierst und noch viele Erfolge für den Podcast einholst. Ja, irgendwer muss es ja machen. Ja, wenn ich nicht bin, musst du in die Bresche springen. Ja, du bist ja für Spielspaß und Podcast-Interaktion da mit anderen zuständig, offenbar. So, Schweiß und Pommes-Podcast. Ich möchte da nur ganz kurz anmerken, der Schweiß und Pommes-Podcast hat den Flo wieder mal ins Ziel gebracht. Ich weiß nicht, wie so das da bei dir ausschaut, Peter. Wir haben ihn ins Ziel gebracht. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Das ist eine durchaus respektable Leistung. Also das ist jetzt ja nichts Alltägliches. Ihr könnt mich alle gerne haben, dieser Podcast ist hiermit beendet. Ciao. Hammer, Flo. Hammer. Und es gibt sogar Videos davon. Ich wollte gerade sagen, der Jordi ist der Einzige, dem ich das wirklich glaube. Ich habe in Jordis Augen gesehen und ich habe Liebe gesehen. Jetzt schaut sie eher nach Psycho aus, aber das ist eine andere Geschichte. Das liegt an der schlechten Beleuchtung. Ja, die schlechte Beleuchtung. Gut. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Servus. Ciao. Pfiat euch.